Herzlich willkommen zum Webinar PV Praxischeck – Erfolgreiche Projektrealisierung in Oberösterreich, der Wirtschaftskammer Oberösterreich und Spartenindustrie. Mein Name ist Wolfgang Huber, ich bin Themenmanager im Bereich Betrieb und Umwelt der Spartenindustrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Im Zuge der notwendigen Energiewende stehen wir alle vor großen Aufgaben. Der Ausbau erneuerbarer Energie spielt dabei eine entscheidende Rolle. Insbesondere die Installation und der Betrieb von PV-Anlagen kann hierfür einen entsprechenden Beitrag leisten. Doch die vielen rechtlichen Anforderungen sind sehr komplex. Aus diesem Grund sind wir im Moment dabei, eine Checkliste für Sie zu erstellen, die Ihnen eine Übersicht darüber geben soll. Um Ihnen aber jetzt schon eine Übersicht zu bieten, habe ich Professor Dr. Bergthaler und sein Expertenteam eingeladen, um dieses Webinar zu halten. Professor Dr. Bergthaler ist ordentlicher Professor am Institut für Umweltrecht sowie Partner der Kanzlei Haslinger Nagele. Damit darf ich auch schon an Sie, Herr Professor, übergeben. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen zu unserem PV-Praxischeck. Die Solarenergie und die Photovoltaikanlagen sind wahrscheinlich jene erneuerbaren Energieanlagen, bei denen man vermuten würde, dass sie am schnellsten und am einfachsten umzusetzen sind. Tatsächlich hat es in unserer Rechtsordnung durch einen Erlass des Wirtschaftsministeriums vor gut einem Jahr deutlichen Rückenwind gegeben, indem Photovoltaikanlagen sozusagen mit einem Federstrich für genehmigungsfrei erklärt wurden. Trotzdem stehen wir heute vor der Situation, dass die Europäische Union soeben mit einer Notfallverordnung versucht, den Ausbau der Solarenergie endlich zu beschleunigen. An diesen zwei Markierungen sehen Sie, da ist offenbar Sand im Getriebe, da geht der Ausbau offenbar nicht so schnell, wie er sollte. Unser Webinar hat den Anspruch, diese Navigation durch diesen Dschungel der verschiedenen Regelungsmaterien, die den PV-Ausbau derzeit etwas blockieren oder zumindest schwierig machen, diesen Weg zu bahnen. Und da haben wir uns durchaus ein ambitioniertes Programm vorgenommen. Wie gesagt, die Prämisse ist erfolgreiche Projektrealisierung in Oberösterreich. Wir wollen uns mit den Hindernissen nicht aufhalten, sondern eigentlich die Wege zeigen, wie man darüber hinwegspringt. Die Fachvorträge dazu halten drei Kollegen aus meiner Kanzlei, die diese Praxisgruppe 360 Grad EE erneuerbare Energien gegründet haben. Ich werde sie dann noch im Detail vorstellen, verstärkt durch Emil Nigmatullin, den viele von Ihnen auch schon kennen, der bei vielen Rechtsgutachten hier sich schon einen Namen gemacht hat. Vielleicht ganz kurz, wie wir das Ganze gestalten wollen. Sie erhalten zu jedem der Fachbereiche, um die es heute gehen wird, einen einführenden Vortrag und sind natürlich eingeladen, Ihre Fragen zu stellen, damit wir das organisatorisch einigermaßen einfach über die Bühne bringen und nicht durcheinander geredet wird, wären die Fragen im Fragen-Chat einzugeben. Es ist an sich selbst erklärend, wenn Sie vor dem Bildschirm sitzen, die drei Punkte Bedienpanel einblenden, dann draufklicken, die Frage eingeben und das Ganze zu uns übermitteln, ist an sich so, wie es funktioniert. Wir werden das dann am Ende geordnet bündeln und alle Fragen beantworten. Das ist das Programm, das wir uns vorgenommen haben und es geht eigentlich in einer Reihenfolge, schreitet es voran, dass einer Projektidee bis zur Projektrealisierung zugrunde liegt. Es beginnt damit, dass man weiß, wo man was tun will mit der zivilrechtlichen Grundflächensicherung. Dann ist der erste große Stolperstein, aber auch die erste Chance, das vernünftig zu beschleunigen, das Raumordnungsrecht, die aktuelle oberösterreichische Photovoltaikstrategie, die öffentlich-rechtlichen Anlagengenehmigungen, die scheinbar durchliberalisiert sind, aber doch nicht so einfach sind, wie es auf den ersten Blick aussieht. Und dann geht es ins Regulatorische, im Energierecht, ins Vertragliche mit den Lieferverträgen, zuletzt natürlich auch um die Förderungen und um einen Ausblick, wie denn dieser Rechtsbereich weitergehen wird. Und dann haben wir noch ausreichend Zeit für Diskussionen mit Ihnen. Unsere Kanzlei werden Sie kennen, sie ist in Oberösterreich gut etabliert. Wir haben zwei Standorte in Linz und Wien, einen großen Erfahrungsschatz, der uns auch befähigt, bei so einem neuen Thema mit einer einigermaßen großen Personalstärke uns dieser Themen anzunehmen. Die internationale Vernetzung, die wir haben,
hilft uns auch dabei, auch den Gesetzgeber mitunter mit Vorschlägen zu unterstützen, wie Beschleunigung effektiv durchzusetzen ist. Die Vorstellung der Referenten ist relativ einfach, weil ich in dem Zusammenhang die Praxisgruppe 360 Grad vorstellen kann. Und Sie haben schon bei der Themenauswahl gesehen, um Photovoltaikprojekte erfolgreich durchsetzen zu können, ist einerseits hohes Spezialistentum, aber andererseits sozusagen auch das Breitbandvermögen vom Vertragsrecht über das öffentliche Recht bis zum regulatorischen, bis zum Anlagenrecht, alles zu beherrschen, ständig am aktuellen Stand zu sein, die unionsrechtliche Entwicklung zu verfolgen. Und das hat sich bei uns ein Kleeblatt vorgenommen, das ich Ihnen da kurz vorstellen werde. Die Herren werden dann einzeln auch ins Bild kommen. Johannes Hartlieb, der den regulatorischen Part betreut, Kaleb Kitzmüller, der die vertraglichen Aspekte mit einbringt und Mario Leimgruber, der ein bewährter anlagenrechtlicher Jurist ist, der weiß, wie man diese Dinge auch gegen großen Bürgerwiderstand durchsetzt. Verstärkt heute durch Emil Nigmatullin, der große energierechtliche Expertise aufgrund seiner Tätigkeit an der Universität Graz in das Team mit einbringt. Diese Praxisgruppe, die sozusagen eine Idee der jungen Wilden unserer Kanzlei ist, wird damit heute Ihnen durch das Programm gehen. Am Ende wird es eine Checkliste geben, die Ihnen auch zur Verfügung gestellt wird, wie man die Photovoltaikprojekte erfolgreich durchsetzt mit Schwerpunkt Oberösterreich in einem Art Prüfprogramm, wo Sie sehen, wie Sie damit zum Erfolg kommen. Ja, dann würde ich gleich den Kaleb Kitzmüller bitten, als Ersten mit den zivilrechtlichen Grundlagen zu beginnen. Ihnen wünsche ich ein erfolgreiches Seminar. Schicken Sie uns Fragen, schicken Sie uns Kritik, schicken Sie uns, wenn es Ihnen gefällt. Wir werden uns am Ende damit auseinandersetzen. Ja, vielen Dank, William Bergtaler, für die Einführung. Wie Sie schon gehört haben, ich bin für den vertragsrechtlichen, zivilrechtlichen Teil zuständig und darf deshalb quasi hier den Start machen. Das erste Thema unseres Programms ist die zivilrechtliche Grundflächensicherung, denn ohne Fläche gibt es kein PV-Projekt. Am Anfang eines PV-Projekts steht daher, dass man eine geeignete Fläche findet. Oft werden PV-Projekte nicht auf eigenen Flächen, sondern eben auf Flächen Dritter, die sich im Eigentum, im Besitz Dritter befinden, errichtet. Und der Projektwerber sollte bereits zu Beginn, also bevor das Projekt überhaupt wirklich anfängt, die Frage stellen, hat er denn die notwendigen Nutzungsrechte, um dieses PV-Projekt umzusetzen? Egal, ob die Umsetzung des PV-Projekts auf einer Eigenfläche oder eben auf einer Fremdfläche stattfindet, empfiehlt es sich auf jeden Fall, einen Blick in das Grundbuch zu werfen. Das Grundbuch gibt nämlich darüber Auskunft, wem die Fläche gehört. Es gibt aber auch darüber Auskunft, wer denn vielleicht Rechte, zum Beispiel Dienstbarkeiten an der Fläche hat. Und das kann natürlich auch bei eben den Fällen, wo es um die Eigenliegenschaft geht, durchaus relevant sein. Denn hier gibt es teilweise Beschränkungen. Steht die Fläche mit Eigentum, sprich ist der Projektwerber oder eben der angesprochen werden soll, Miteigentümer einer Fläche, hängt es davon ab, ob er schlichter Miteigentümer ist oder Wohnungseigentümer. Grundsätzlich ist bei der Wohnungseigentümergemeinschaft für die Errichtung einer PV-Anlage eine einfache Mehrheit notwendig, bei der schlichten Miteigentümerschaft bedarf es aber der Einstimmigkeit, ist also etwas schwieriger umzusetzen. Ist der Projekttreiber Vermieter und ist er Vermieter einer Fläche, die an Mieter im Rahmen eines MRG Mietverhältnisses gemietet wird, ist grundsätzlich keine Zustimmung der Mieter einzuholen, weil es sich eben bei so einer PV-Anlage grundsätzlich um eine nützliche Verbesserung an den allgemeinen Teilen des Hauses handelt. Aber es ist unter anderem zu berücksichtigen, dass die über aufgewendeten Investitionskosten nur beschränkt überwälzbar sind. Primär ist nämlich für diese Finanzierung von Verbesserungsarbeiten diese durch Mietzinse der letzten 10 Jahre zu decken und eine Überwälzung dieser Investitionskosten im Rahmen der Betriebs- und Heizkosten ist auch mietrechtlich teilweise unzulässig bzw. nur sehr schwierig darstellbar. Steht die Fläche, auf der das PV-Projekt umgesetzt werden soll, im Fremdeigentum, also soll diese Fläche im Eigentum vom Dritten bleiben, dann sollte sich der Projektwerber eine Nutzungsberechtigung, zum Beispiel einen Bestandsvertrag, das kann immer ein Miet- oder ein Pachtvertrag sein,
oder eine Dienstbarkeit einholen, damit er hier auf Dauer auch diese Fläche benutzen kann, um das PV-Projekt umzusetzen. Vorab empfiehlt es sich auch, dass man eine Option bzw. einen Vorvertrag abschließt, um sich eben diese Fläche bereits zu einem Zeitpunkt zu sichern, in dem man noch gar nicht so sicher ist, wie soll denn dieser Hauptvertrag, also zum Beispiel dieser Bestandvertrag oder die Dienstbarkeit aussehen, indem man über die öffentlich-rechtlichen Grundlagen dieses Projekts noch im Unklaren ist, zu dem werden wir später kommen, wenn zum Beispiel eine Widmung noch nicht besteht und man noch gar nicht gebunden sein möchte an den Hauptvertrag, dann bietet es sich an, dass man bereits frühzeitig eine Option Vertrag, eine Optionsvereinbarung bzw. einen Vorvertrag abschließt, um diese Fläche eben in die Verfügungsgewalt zu bekommen. Die Unterschiede dieser zwei Optionen zur frühzeitigen Flächensicherung: Der Vorvertrag berechtigt zum Abschluss eines Hauptvertrages, da gibt es quasi nur das Recht, dass eben dieser Hauptvertrag abgeschlossen wird. Die Mindestvertragsinhalte dieses Hauptvertrages, die essentielle Negotie, sprich Preis, Dauer, Inhalt des Rechts, das gewährt werden soll, sollten hier vorhanden sein. Aber es ist auch noch wichtig, dass man in dem Vorvertrag bereits den Abschlusszeitpunkt des Hauptvertrages aufnimmt. Das kann auch eine bestimmte Zeitspanne sein, innerhalb der Hauptvertrag abgeschlossen werden soll. Es ist außerdem auch möglich, den Abschlusszeitpunkt vom Eintritt einer Bedingung abhängig zu machen. Nach Ablauf dieses Zeitpunkts bzw. der Zeitspanne muss der Hauptvertrag jedenfalls binnen eines Jahres abgeschlossen werden. Wird er das nicht, möchte der Vertragspartner den Hauptvertrag nicht abschließen innerhalb dieses Jahresfrist, ist aber auch innerhalb dieses Jahres notfalls eine Klage einzubringen. Andernfalls eben, dass das Recht auf Abschluss eines Hauptvertrages verjährt ist. Ein Vorteil dieses Vorvertrages ist, dass es keine Gebührenpflicht gibt. Es muss jedoch beachtet werden, dass inhaltlich, also auch wenn Vorvertrag drüber steht, inhaltlich kein Hauptvertrag in Wahrheit abgeschlossen wird, denn dann wird das doch als gebührenpflichtig bereits gewertet und es wäre auch der Abschluss des Vorvertrages, der eigentlich ein Hauptvertrag ist, bereits der Gebührenpflicht unterliegen. Die zweite Option, die zweite Möglichkeit ist eben die Option. Die Option gewährt ein Gestaltungsrecht, sprich es gibt die Möglichkeit, dass auf eine einfache Erklärung des Projektwerbers ein vorausbestimmtes Schuldverhältnis durch eine einseitige Erklärung eben in Gang gebracht wird, der Hauptvertrag. Sprich, der Bestandsvertrag oder Dienstbarkeitsvertrag wird durch einfache Erklärung des Projektwerbers in Geltung gesetzt. Es ist also nicht wie beim Vorvertrag der Recht auf Abschluss eines Hauptvertrages, sondern durch einfache Erklärung wird direkt die Geltung umgesetzt. Der Hauptvertrag ist also schon festgelegt. Die Mindestvertragsinhalte des Hauptvertrages müssen auf jeden Fall enthalten sein, müssen klar sein. Nur unwesentliche Vertragsinhalte müssen nicht vorherbestimmt sein und können eben später noch ergänzt werden. Bei der Option ist es aber so, dass man im Gegensatz zum Vorvertrag möglichst genau schon definiert haben sollte, was man denn möchte, damit man quasi nur mal eine einfache Erklärung braucht. Ich möchte jetzt den Hauptvertrag in Geltung setzen, damit die Nutzung eingeräumt ist. Bei der Option muss auch kein Abschlusszeitpunkt vereinbart werden, ist auch keine Befristung notwendig. Also hier hat man im Gegensatz zu dieser Jahresfrist, die beim Vorvertrag vorgesehen ist, etwas mehr Handlungsspielraum. Grundsätzlich ist man hier bei PV-Projekten mit dem Bestandvertrag bzw. Dienstbarkeitsvertrag relativ formfrei. Also theoretisch könnten diese auch mündlich vereinbart werden. Da komme ich aber noch dazu. Es empfiehlt sich eine schriftliche Geltendmachung, vor allem auch wenn man das bei Dienstbarkeit sowieso ins Grundbuch in Geltung setzen möchte. Und auch beim Bestandvertrag ist es empfehlenswert, wenn auch sogar ein Grundbuchseintragung bei einer mündlichen Vereinbarung möglich wäre. Was ist die Dienstbarkeit? Auch Servitut genannt und das Bestandrecht. Die Dienstbarkeit ist ein beschränktes dingliches Nutzungsrecht an einer fremden Sache. Sprich, hier haben wir normalerweise mit einem Grundstück zu tun, mit einer Fläche, vielleicht auch mit einem Luftraum über einer Fläche, um eben die PV-Anlage zu errichten. Da gibt es zwei Arten, das ist die Grunddienstbarkeit, die andere ist die persönliche Dienstbarkeit. Die Grunddienstbarkeit bezieht sich nicht auf den Grund, auf den errichtet wird, sondern auf einen anderen Grund. Das heißt, ein Grund, der dem Projektentwickler gehört, ist berechtigt, an einer anderen Fläche hier eine PV-Anlage umzusetzen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass eine persönliche Dienstbarkeit eingeräumt wird. Da hätte dann der Projektentwickler, eine Gesellschaft oder eine natürliche Person selbst das Recht,
dass sie diese Kundendienstbarkeit, also diese Dienstbarkeit in Anspruch nimmt. Das ist eine persönliche Dienstbarkeit. Man sollte hier aufpassen, welche Form man wählt, weil es natürlich bei der Übertragung, bei der Rechtsnachfolge eine große Rolle spielt. Während bei der Grunddienstbarkeit mit dem Eigentum des berechtigten Grunds auch das Recht an der anderen Fläche wechselt, hat man bei der persönlichen Dienstbarkeit ein Übertragungsproblem, das man auch im Dienstbarkeitsvertrag bereits berücksichtigen sollte. Die Dienstbarkeit ist ein dingliches Recht, sprich sie ist gegenüber jedem durchsetzbar. Das heißt, sie wirkt auch gegen Dritte und nicht nur gegenüber dem Vertragspartner, kann hier geltend gemacht werden, wenn eine Rechtsverletzung erfolgt. Das ist eben möglich mit der sogenannten Servitutsklage. Was ganz wichtig ist bei der Dienstbarkeit, an Grundstücken muss sie ins Grundbuch eingetragen werden, damit sie gegenüber Dritten wirksam ist. Sie wird also im Lastenblatt, C-Blatt des Grundbuchs angemerkt, des Grundbuchsauszugs angemerkt. Und dafür ist es notwendig, um diese Eintragung vorzunehmen, dass eine Aufsammlungserklärung in dem Dienstbarkeitsvertrag enthalten ist, sprich, dass der Verpflichtete erklärt, dass er mit der Grundbuchseintragung einverstanden ist und der Berechtigte diese Grundbuchseintragung annimmt. Für diese Grundbuchseintragung ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass man bei der Dienstbarkeit eine notarielle Beglaubigung braucht, sprich der Notar muss eben bestätigen, dass diese Unterschrift von dem jeweils Unterfertigten stammt. Es ist kein Notariatsakt notwendig, aber eine sogenannte notarielle Beglaubigung und mit dieser wird dann eben dieser Antrag beim Grundbuch eingereicht. Im Unterschied dazu ist das Bestandrecht die Überlassung des Gebrauchs in einer unverbrauchbaren Sache auf gewisse Zeit gegen Entgeltzahlung. Sprich, es wird hier vereinbart, dass zum Beispiel eben eine Dachfläche auf eine bestimmte Dauer gegen die Zahlung eines Mietzinses an die Nutzung darin übertragen wird. Mindestvertragsinhalte sind wiederum, wir bezeichnen das Bestandsobjekt und das ist Mietzins bzw. das Pachtzins. Im Gegensatz zur Dienstbarkeit handelt es sich beim Bestandsvertrag jedoch um kein dingliches Recht, sondern um ein bloß obligatorisches Recht, sprich es ist primär nur gegenüber dem Vertragspartner durchsetzbar, gegenüber Dritten hat der Bestandnehmer weit weniger Rechte, er muss sich primär an seinen Vertragspartner wenden, wenn es hier zu Rechtsverletzungen kommt. Auch hier gibt es grundsätzlich keine Formpflicht, außer wenn eben die Eintragung ins Grundbuch erfolgen soll. Das ist möglich, gewährt aber auch in Folge weniger Rechte, als eben bei der Dienstbarkeit das der Fall ist. Noch ganz kurz zu den Rechtsgeschäftsgebühren. Beim Bestandsvertrag fallen Rechtsgeschäftsgebühren an. Das ist 1% vom Wert des vereinbarten Entgelts. Da sollte man berücksichtigen, dass es nicht nur der Mietzins ist, zum Beispiel auch, wenn eben Energie vergünstigt an den Berechtigten weitergegeben wird. Auch das sollte hier berücksichtigt werden und ist eben je nachdem, welche Vereinbarung hier getroffen wird, mit Befristung oder ohne Befristung, ist es ein Vielfaches des Jahresmietzinses. Bei der Dienstbarkeit fällt ein Betrag von 2% vom Wert des vereinbarten Entgeltes an. Hier ist es jedoch höchstens das 9-fache des Jahresentgelts. Beim Bestandsvertrag kann es sogar als 18-fache des Jahresentgelts sein. Die Option unterliegt ebenso der Gebührenpflicht, je nachdem, ob es ein Bestandsvertrag oder ein Dienstbarkeitsvertrag ist, ist die Gebühr in Ansätzen. Beim Vorvertrag besteht keine Gebührenpflicht, aber eben Achtung, das darf nicht inhaltlich der Hauptvertrag sein. Hier noch eine Auflistung der typischen Vertragsinhalte, die Sie sich interessiert. Nonar, die Vertragsparteien sollten natürlich bezeichnet sein, aber auch hier ist eben schon Vorsicht geboten, nämlich dann, wenn der Projektentwickler eben ein SPV, eine bestimmte Projektgesellschaft, hier das Projekt umsetzen lassen möchte, dann sollte bereits diese Projektgesellschaft als Vertragspartner genannt werden und nicht ein Dritter, weil man sonst später ein Problem bei der Übertragung der Rechte hat. Bei Dienstbarkeit ist das dienend, die Grundstück zu nennen, das herrschende Grundstück bzw. Berechtigter, je nachdem ob Grunddienstbarkeit oder persönliche Dienstbarkeit, beim Bestandsvertrag natürlich das Bestandobjekt. Die weiteren Vertragsinhalte sind oft Standard. Was ganz wichtig ist, ist eben, dass Fahrt- und Wegerechte berücksichtigt werden, sprich, dass man natürlich auch eine gute Zufahrt zum Grundstück hat. Bei der PV-Anlage ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass erklärt wird im Vertrag, dass es sich bei der PV-Anlage selbst um ein Super-Edifikat handelt, sprich um eine Sache, die nicht dazu dient, dass sie für ewig auf dem Grundstück bleibt, sondern nachher entfernt werden kann. Das spielt eine große Rolle für das Eigentum an der PV-Anlage. Bei Acker-PV-Anlagen ist in Österreich die Empfehlung, dass man zum einen, in Oberösterreich die Empfehlung, dass man zum einen ganz stark
darauf eingeht, inwiefern die landwirtschaftliche Bewirtschaftung erfolgt, in welchem Umfang, welche Rechte für den Landwirt eingeräumt werden müssen. Und bei Freiflächen, eben auch bei den AKPV-Freiflächen, ist es gar nicht so schlecht, wenn man teilweise auf diese OÖ-Photovoltaik-Strategie 2030 Bezug nimmt. Die Vertragsdauer, Beendigung, Kündigungsgründe, das sind grundsätzlich Standards, wie sie auch in anderen geben. Auch die Haftung hier natürlich ganz wichtig, dass man hier auch vorsieht, was denn mit accessorischen Arbeiten ist, sprich, welche Arbeiten müssen durch wen übernommen werden, durch den Anmieter, den Vermieter, den Pächter, Verpächter, den Dienstbarkeitsgebenden oder den Dienstbarkeitsnehmenden. Was auch noch ein wichtiger Punkt bei PV-Anlagen ist, dass es hier oftmals zu einer Vereinbarung von einer Sicherheitsleistung kommt, zum Beispiel von einer Bankgarantie, damit abgesichert ist, dass eben, wenn das Projekt zu Ende geht, diese PV-Anlage auch entfernt wird und das natürlich nicht auf Kosten des Flächenbesitzers ist, sondern auch auf Kosten des Projektbetreibers. Das ist zum Beispiel die Bankgarantie eine Möglichkeit, um sich hier abzusichern. Die Rechtsnachfolge haben wir halt schon besprochen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Thematik, die geklärt werden sollte. Kosten und Vergebühren auch schon angesprochen, ein wichtiges Thema. Und bei der Dienstbarkeit will ich nochmal darauf hinweisen, die Aufsandungserklärung, beziehungsweise allenfalls auch beim Bestandvertrag, wenn dieser ins Grundbuch eingetragen werden soll, ist die Aufsandungserklärung ein wichtiger Punkt. Ohne diese kommen sie nicht ins Grundbuch. Und zu guter Letzt immer einen Plan anschließen, wo angezeigt ist, welche Fläche dann tatsächlich in Anspruch genommen wird, damit sie auch später hier Streitigkeiten vermeiden. Und damit darf ich quasi vom zivilrechtlichen Teil auch schon zum öffentlich-rechtlichen Teil überleiten und dafür meinen Kollegen, den Mario Leinkober, übergeben. Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Mein Name ist Mario Leimgober. Ich bin Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Umwelt- und Anlagenrecht. Und in den nächsten Minuten darf ich sozusagen die Brücke schlagen vom Zivilrecht zum öffentlichen Recht. Ganz insgesamt das vorauszuschießen, dass bei der Projektrealisierung, das Seminar steht ja unter dem Titel erfolgreiche Projektrealisierung, immer aus jedem Blickwinkel gedacht werden muss. Und die tatsächliche Basis ist meines Erachtens die raumordnungsrechtliche Grundlage. Natürlich ist die Zeit beschränkt, das heißt, Sie bekommen einen Überblick und ich werde ein paar Anmerkungen machen. Im Detail können wir uns dann gerne noch im Fragenblock unterhalten. Auf meiner ersten Folie, da will ich Sie eigentlich grundsätzlich für die Bedeutung des Raumordnungsrechts sensibilisieren. Insgesamt ist das Raumordnungsrecht und insbesondere die örtlichen Belange, also insbesondere der Flächenwidmungsplan, auch ein Motor der Energiewende. Mit ihm wird sozusagen die Struktur gelegt, vom örtlichen natürlich auch ins überörtliche und auch auf der europäischen Ebene wird bestimmt oder soll bestimmt werden, wo darf ich realisieren. Vielleicht haben einige von Ihnen den Vorschlag zur Änderung der erneuerbaren Richtlinie der Europäischen Union mitbekommen, wo ja sogenannte Go-To-Areas in der Zukunft kommen sollen. Das wird sehr spannend, weil wir natürlich das Ganze immer mit unserem innerstaatlichen Regime in Einklang bringen muss. Ganz generell, was ich Ihnen mitgeben will, ist, man darf das Raumordnungsrecht nicht losgelöst sehen, nicht abgekapselt sehen. Man muss es auch mit den Wechselwirkungen sehen, die es auf das Anlagenrecht hat. Oft ist es materielle Voraussetzung, die Übereinstimmung mit dem Flächenwidmungsplan beispielsweise genannt oder aber auch schon oder zusätzlich sogar als Formalvoraussetzung, weil ich unter Umständen schon im Antrag darlegen muss, dass ich mit meinem Projekt der Flächenwidmung beispielsweise entspreche. Warum steht hier auch das Förderungsrecht? Den haben wir als eigenen Block dann am Schluss abgedeckt, wird der Kollege Hartlieb darüber sprechen. Meistens ist die Förderung abhängig von der Anlagengenehmigung. Die Anlagengenehmigung, die bekomme ich aber unter Umständen nur, wenn auch die Flächenwidmung passt. Insgesamt ist festzuhalten, es ist eine große Chance im Sinne der Energiewende, die Raumordnung, gleichzeitig aber natürlich auch ein Risiko. Und nicht in jeder Hinsicht ist die Raumordnung ein fruchtbarer Nährboden für die Realisierung von PV-Projekten. Auf der nächsten Folie habe ich Ihnen ein paar Schlagwörter mitgenommen,
wo sich's überall auswirken kann. Näher auf den Folgefolien werden wir uns anschauen, das Baurecht, das Elektrizitätsrecht und das Naturschutzrecht, wo es eine Rolle spielen kann. Hier auf dieser Folie möchte ich hervorheben die weiteren Materien. Denken Sie daran, dass zum Beispiel bei der Projektrealisierung auch planen, Rodungen vorzunehmen. Da brauchen Sie eigenes forstgesetzliches Verfahren dafür. Und auch hier, auch wenn man es gar nicht meinen würde, spielt die Raumordnung eine Rolle, weil ich im Forstgesetz bei den Rodungen unter Umständen eine Interessenabwägung durchführen muss. Und bei der Interessenabwägung die Nichtübereinstimmung mit dem Raumordnungsrecht sich so auswirken kann, dass ich vielleicht die Rodungsbewilligung nicht erlangen kann. Und schon wäre das ein Projekthemmnis bzw. ein potenzieller Projektkiller, muss im Vorfeld natürlich daran gedacht werden. Vielleicht insgesamt zum komplexen System Raumordnung in Österreich. Es wird als sogenannte Querschnittsmaterie gesehen. Grundsätzlich liegt die Kompetenz in Gesetzgebung und Vollziehung bei den Ländern, außer, und das ist ganz wichtig, bei planungsrelevanten Fachmaterien auf Landes- oder Bundesebene. Das heißt, unter Umständen, wie wir es hier sehen, im Abfallwirtschaftsrecht, im AWG oder im Mineralrohstoffgesetz beispielsweise, kann wieder ganz ein anderes Regime zum Tragen kommen. AWG ist grundsätzlich widmungsblind, im MINROG haben wir Sonderregime. Also vielfältige Interessen zu berücksichtigen, teilweise sehr, sehr schwierig. Schauen wir kurz zu den einzelnen Bereichen. Im Baurecht ist es so egal, da wird dann der Kollege Nigmatulli noch im Detail drauf eingehen, wie die unterschiedlichen Voraussetzungen und die Abgrenzungen ausgestaltet sind, insbesondere in Bezug auf Oberösterreich. Im Baurecht ist es so, dass egal ob im ordentlichen Genehmigungsverfahren oder im Anzeigeverfahren, ist grundsätzlich die Widmungskonformität eine Voraussetzung, um die Baubewilligung zu bekommen, respektive die Anzeige durchzubekommen. Im Elektrizitätsrecht ist es so, dass ich eine sogenannte Bestätigung der Gemeinde beilegen muss, dass das Projekt übereinstimmt mit dem rechtswirksamen Flächenwidmungsplan. Es ist sozusagen schon eine Antragsunterlage. Das Verfahren würde gar nicht weitergehen, wenn ich nicht im Vorfeld schon darlege über die Gemeinde, dass mein Projekt mit den raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen übereinstimmt. Im elektrizitätsrechtlichen Verfahren hat die Gemeinde dann auch Parteistellung. Im Sinne der Raumordnung wäre es dann aber wohl nur auf die örtliche Raumordnung, also konkret Interessen im Sinne des Flächenwidmungsplans etc. beschränkt. Im Naturschutzrecht schaut es ein bisschen anders aus. Da habe ich jetzt dem Kollegen die Genehmigungsvoraussetzungen schon vorweggenommen. Da brauche ich für PV-Freiflächen im Grünland mit einer Kollektorfläche von mehr als 500 Quadratmeter eine naturschutzrechtliche Bewilligung, von 200 bis 500 Quadratmeter nur eine Anzeige. In beiden Fällen ist auch die Zustimmung der Gemeinde als Antragsvoraussetzung genannt. Ich selber habe jetzt nicht im Zusammenhang mit PV-Projektrealisierungen, aber in anderen Bereichen da die Erfahrung gemacht, dass gewisse Behörden mit sich reden lassen und dass es auch ausreicht, dass man diese Bestätigung der Gemeinde über die Übereinkunft erst im Laufe des Verfahrens vorbringt, spätestens bis zur Bescheiderlassung. Grundsätzlich muss die Widmungsvoraussetzung aber schon bei der Antragstellung gegeben sein. Ich gehe kurz auf die nächste Folie. Das ist wieder ein schöner Überblick meines Erachtens. Da will ich Sie sensibilisieren, auf was kommt es denn an? Was in meiner Projektausgestaltung verrät mir denn, welche Widmung ich für mein Projekt brauche? Zum einen gibt es drei Standortkategorien. Wir haben zum einen das Grünland, zum anderen das Bauland und das dritte die Verkehrsflächen und zum anderen die Art. Hier wird wieder unterschieden zwischen Freifläche und Gebäudefläche und unterschiedliche Konstellationen im Vorfeld betrachtet. Bei der Projektplanung führen auch zu unterschiedlichen Widmungsvoraussetzungen. Je nach Einordnung gelten unterschiedliche Flächenwidmungserfordernisse. Im Detail möchte ich beginnen mit den Voraussetzungen im Bauland. Wie schaut es aus in Oberösterreich? Auf Freiflächen gibt es grundsätzlich ein Errichtungsverbot bei einer Nennleistung von mehr als 5 kW, außer in Betriebsbaugebieten, Industriegebieten, Gebieten für Geschäftsbauten und Seveso 3 Sondergebieten. Da ist aber ganz wichtig hervorzuheben, dass eine Zuordnung zu Betrieben dargelegt werden muss. Das heißt, wenn ich schon einen Betrieb im Betriebsbaugebiet habe und meine Photovoltaikanlage hier realisieren will, dann muss ich das auch im Verfahren dartun. Interessant ist es vielleicht, nehmen wir mal das Beispiel Einfamilienhaus, dass man versteht, also wir nehmen hier Bezug wirklich auf die Freiflächenanlagen, wenn man für Einfamilienhaus
von 5 kW-Anlage ausgeht. Das wird es für einen 4-Personen-Haushalt brauchen. Haben wir Kollektorfläche von so 35 bis 45 Quadratmetern. Dann leuchtet das schon ein, dass in der normalen Flächenwidmungskategorie, im normalen Wohnbau, mir keine Freiflächenanlage vor das Haus stelle, sondern in der zweiten Kategorie sein werde, nämlich bei den Fassaden und den Dachflächen. Deshalb sieht man es auch, wenn man durch die Landschaften fährt, meistens, und da ist eigentlich der überwiegende Ausbau im Einfamilienbereich natürlich auf den Dachflächen. Hier ist nämlich in Oberösterreich größenunabhängig in jeder Baulandwidmungskategorie die Realisierung zulässig. Wie schaut es aus im Grünland? Das ist insbesondere interessant für größere Anlagen. Ich habe gerade einige Verfahren anhängig. Zu den Problemen und den Lösungsansätzen komme ich dann gleich in der Folge. Bei den Freiflächen schaut es so aus, dass das Raumordnungsgesetz nach 30a eine Sonderausweisung bei einer Nennleistung von mehr als 5 kW erfordert. Ausnahmen gibt es, wenn ich einen landwirtschaftlichen Betrieb oder Nebenbetrieb habe und im Verfahren darlege, also im Bauverfahren konkret, dass die Photovoltaikanlage, die ich realisieren will, im Rahmen meines land- und forstwirtschaftlichen Betriebs vonstatten bzw. in diesem Zusammenhang realisiert werden soll. Geprüft wird das Ganze anhand eines Betriebskonzeptes, das ich, wie gesagt, im Bauverfahren dann darlegen muss. Eine besondere Bedeutung, die Voraussetzungen gelten natürlich für alle Bauarten, aber besondere Bedeutung hat es natürlich im Zusammenhang, wie vom Kollegen Kitzmüller vorher schon kurz an diskutiert, zum Thema Agri-PV, auf das ich aber auch noch zurückkommen werde. Bei Fassaden und Dachflächen schaut es wiederum so aus, dass diese größenunabhängig zulässig sind. Zu den Widmungserfordernissen für PV-Anlagen bei Verkehrsflächen, da werde ich mich kurz halten. Da möchte ich Ihnen nur mitgeben, dass grundsätzlich im Ermessen der Gemeinde liegt, ob sie das zulassen will oder nicht. Und wenn ja, dann braucht sie eine Zulässigkeitserklärung. Und ein interessanter Punkt in dem Gefüge der recht komplexen Kompetenzen, die ich vorher schon angeschnitten habe, ist, dass auch also regional, örtlich der Flächenwidmungsplan angepasst werden kann bei eigentlich überörtlich ausgewiesenen Flächen, wie zum Beispiel Verkehrsflächen, wie die Autobahn und so weiter, ist es trotzdem möglich, dass der Flächenwidmungsplan entsprechende Widmung für die Photovoltaikanlage vorsieht. Diese darf aber nur im Einklang mit der überörtlichen Widmung naturgemäß stattfinden. Vom Thema Rechtsschutz habe ich Ihnen ein paar Aspekte mitgebracht. Ganz wichtig ist, es gibt keinen fixen Rechtsanspruch auf eine bestimmte Planung. Man kann sie sich noch sehr wünschen, aber es gibt kein Antragsrecht, wo dann beispielsweise die Gemeinde oder die Nachbarn mitzureden haben, wie man das im anlagenrechtlichen Genehmigungsverfahren kennen. Was man sich aber überlegen kann, ist, gegen den Verordnungsakt beispielsweise den Flächenwidmungsplan vorzugehen. Natürlich, wenn ich gegen etwas vorgehen will, dann muss ich mir immer überlegen, wie schaut denn mein Substrat aus? Was schreibe ich denn rein in mein Rechtsmittel? Und deshalb ist es wichtig, Argumente zu finden, beispielsweise unsachliche Differenzierungen in Planungsakten oder auch auf fehlende Grundlagenforschung der Gemeinde. In der Regel muss man diese eigentlich verfassungsrechtliche Natur gelagerten Argumente im jeweiligen Bewilligungsverfahren geltend machen und kann es dann im besten Fall bis zum VfGH hochtagen, der dann bei Erfolg den Flächenwidmungsplan, die relevante Bestimmung beispielsweise aufheben würde. Ausnahmen gibt es nur in einem sehr, sehr geringen Bereich. Die Judikatur schaut so aus, dass der VfGH verlangt, dass kein zumutbarer Umweg gegeben sein darf, und da ist er sehr streng. Gerade in Oberösterreich gibt es ja auch die Möglichkeit im Bauverfahren eines Bauplatzbewilligungsverfahrens. Da sagt der VfGH, wenn es diese Möglichkeit gibt, dann kannst du keinen Individualantrag erheben, dann musst du wirklich den Weg über die Instanzen gehen und kannst deine Argumente nur in diesem Rechtsweg vorbringen. Dann zur oberösterreichischen Photovoltaikstrategie. Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Da ist viel, viel Chance drin, da ist aber auch viel, viel Risiko drinnen. Grundsätzlich gibt es dieses Strategiedokument. Meines Erachtens ist es ein nicht verbindlicher Leitfaden. Interessant ist aber, dass im Anhang ein sozusagen, zumindest hat er den Anschein eines verbindlichen Kriterienkataloges für PV-Freiflächen auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen enthält. Die Frage ist jetzt natürlich, welche Rechtsqualität gibt es daraus? Ganz allgemein zum Thema Gutachten, Leitlinien ist zu sagen, dass die, wenn überhaupt, nur mittelbare Wirkung entfalten können und nur dann, wenn sie die Qualität eines Fachgutachtens besitzen. Ja, jetzt ist die Frage, wenn ich lese, wie ist die oberösterreichische Photovoltaikstrategie zustande gekommen? Da steht im Text drinnen nach bestem Wissen und Gewissen. Da gibt es eigentlich keine Grundlagenerhebung. Und
Dahingehend ist es meines Erachtens fraglich, ob man dieser Leitlinie wirklich einen Fachcharakter zusprechen kann. Natürlich ist es immer schön, wenn man juristisch sagt, so wäre es in der Theorie, wie schaut es in der Praxis aus? In der Praxis schaut es so aus, dass die Gemeinden sich natürlich an der Photovoltaikstrategie orientieren. Und wenn nicht die Gemeinde selbst, dann im aufsichtsbehördlichen Genehmigungsverfahren vom Flächenwidmungsplan des Land respektive die Raumordnungsabteilung. Schauen wir uns ein paar Beispiele an, damit Sie verstehen, von was ich da rede. Ich habe zum Beispiel gerade selber Fälle am Tisch, wo ich zum Schluss für mich gekommen bin, manche Wertungen in der Photovoltaikstrategie kann ich nicht nachvollziehen. Da geht es insbesondere um das Thema Agri-PV. Da gibt es sogenannte energiewirtschaftlich sehr sinnvolle Bereiche. Das ist, wenn ich in der Nähe von einem Umspannwerk bin, 5 bzw. 7,5 Kilometer, dann darf ich von den vorgegebenen Bodengüteklassen abweichen. Wichtiger Punkt für mich: in der höchsten Bodengüteklasse darf ich aber keinesfalls realisieren, auch wenn ich so in einem bevorzugten Bereich drinnen bin. Da spießt sich für mich die Idee, ich werde es jetzt nicht langweilen mit den einzelnen Teilstrichen hier, das können Sie selber in der Photovoltaikstrategie nachlesen, aber ein wichtiger Punkt ist für mich, ein Beispiel, ich hätte bei einer Agro-Photovoltaikanlage eine Win-Win-Situation. Ich habe teilweise Vorhaben, da hätte man bis zu 85% landwirtschaftliche Ausbeute. Also auch aus Perspektive der Futtermittel-Lebensmittelproduktion wäre das absolut ein Win. Und das zweite Win wäre natürlich die Gewinnung des grünen Stroms über die Sonne. Da bin ich aber sehr schnell in einer absoluten Lustsituation, weil ich auch in der Mandantschaft teilweise dann raushöre, naja, wenn das so schwierig ist und wenn meine Bodengüte zu gut ist und ich deshalb meine Landwirtschaft nicht weiter betreiben darf, dann machen wir es überhaupt anders, dann verkaufe ich es der Gemeinde, die macht ein Betriebsbaugebiet, versiegelt man das zu 100% und da spielt die Bodengüte keine Rolle. Ja, also das ist was, ich sage nur, da wird man sich was überlegen müssen. Die Aspekte, die ich vorher genannt habe mit der Flächengüte und überhaupt mit dem Fachgutachtenstatus der Photovoltaikstrategie, meines Erachtens wird es nicht mehr lange dauern, bis jemand diesen Instanzenzug raufführen wird. Die Alternative wäre natürlich, dass man sich überlegt, vielleicht eine Photovoltaikstrategie nicht nur 2022, eine Neuauflage vielleicht 2023, wo ein beweglicheres System angedacht wird. Der Hauptpunkt für mich ist einfach, es muss reinkommen, der Unterschied zwischen, ich habe eine Freiflächenanlage, wo der Boden versiegelt wird, und ich habe eine Agri-PV-Anlage, wo die Bodennutzung fast wie ohne die Photovoltaikanlage weiter durchgeführt werden kann. Zu den Empfehlungen, und dann bin ich schon am Ende von meinem kurzen Vortrag. Man sagt immer so schön, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Das ist bei unseren Anlagen und auch in die raumordnungsrechtlichen Verfahren immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Frühzeitig das Projektentwicklungsteam, wenn man sich Gedanken gemacht hat, wie soll das ausgeschaltet sein, reden Sie mit der Standortgemeinde, nehmen Sie den Anwalt da schon mit, dass die ganzen rechtlichen Prämissen im Hintergrund schon abgeklärt werden können. Und natürlich auch die nächste Ebene ist mitzudenken. Ich habe schon gesagt, aufsichtsbehördliches Genehmigungsverfahren vom Flächenwidmungsplan. Das Ganze muss natürlich auch decken im Land finden. Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, ein heißes Thema ist auch das Landschaftsbild und die Auswirkungen von Photovoltaikanlagen aufs Landschaftsbild. Viele Gemeinden sehen das nicht so kritisch, würden entsprechend widmen, dann wird es aber aufsichtsbehördlich nicht durchgehen, wenn man sagt, naja, Photovoltaikanlage ist nicht schön. Da wird vor allem mit Spannung abzuwarten sein, was die UVBG-Novelle da bringt. Da gibt es ja auch Themen, wie man eventuell das Landschaftsbild neu einordnet in dem rechtlichen Gefüge, und wenn es da auf Bundesebene ein schönes Muster gibt, würde es mich nicht wundern, wenn auch auf Ebene des Raumordnungsgesetzes in Oberösterreich danach gebessert wird. Eine weitere Möglichkeit, Querschnitt eigentlich zum Zivilrecht, wäre die Möglichkeit, das Instrument der raumordnungsrechtlichen Verträge vermehrt zu nutzen, dass ich mir im Vorhinein mit der Gemeinde schon sozusagen vertraglich bestimme, ich bekomme die Umwidmung und muss diese und diese Kriterien dafür erfüllen. Da könnte man auch die Standortkriterien genau festlegen. Und wenn das alles nichts hilft, dann muss ich, wie gesagt, den Weg beschreiten über das Rechtsmittel. Und da ist wichtig eine entsprechende Grundlagenforschung, was sprach für oder gegen die Widmung. Eigentlich hat die Gemeinde selber ein eigenes Ermittlungsverfahren durchzuführen. Die reine Bezugnahme auf beispielsweise die Photovoltaikstrategie reicht nicht aus. Das heißt, ich kann als Projektwerber natürlich auch von der Gegenseite beziehungsweise selber darlegen, warum denn eigentlich meine Widmung erteilt werden müsste und meine Projektrealisierung möglich sein müsste.
Das war es jetzt schon von meiner Seite. Ich gebe weiter zu einem sehr, sehr spannenden Thema. Viele Anknüpfungspunkte habe ich schon adressiert. Der Kollege Nigmatullin wird über die anlagenrechtlichen Voraussetzungen im Detail sprechen. Ja, vielen Dank, Herr Mario Leimgruber. Ich bin Rechtsanwaltsanwärter bei der Kanzlei Haslinger Nagele und war zum Teil gutachterlich, zum Teil in Schriftsätzen schon tätig im Hinblick auf die Frage, wie realisiere ich anlagenrechtlich Photovoltaikanlagen ohne großes Trara. Und das geht es uns heute. Und ganz generell, die Erreichung der Klimaschutzziele setzt ganz klar die betriebliche Energiewende voraus. Und es stellt sich immer die Frage, welche Spielräume habe ich als Anlagenbetreiber oder als potenzieller Anlagenbetreiber? Klar ist, in der geltenden Rechtslage habe ich nicht so etwas wie einen PV-Zwang. Das heißt, das Ob und das Wie steht im Wesentlichen in der Dispositionsfreiheit des Projektwerbers. Und wenn Sie sich dazu entscheiden, eine Photovoltaikanlage zu errichten, an Ihrem Betriebsstandort zum Beispiel, dann wird sich für Sie die Frage stellen, wie groß, welche Art etc. Und das werden Sie insbesondere anhand der wirtschaftlichen Prämissen und Voraussetzungen treffen. Diese Investitionsentscheidung werden Sie aber auch anhand der rechtlichen Kriterien treffen. Und hier wird sich die Frage stellen, gibt es bestimmte Energiewendeprivilegien für Projektwerber? Herr Professor Bergthaler hat schon angesprochen, dass es durchaus bestimmte Ströme in der Rechtsordnung gibt, die solche Energiewendeprivilegien, sogar PV-spezifischer Natur, erkennen lassen. Und im Zentrum des Anlagenrechts steht im Wesentlichen die Frage, brauche ich denn immer eine Genehmigung? Also ohne Genehmigung keine PV-Anlage. Und wie Sie heute von mir lernen werden, ist nicht zwangsläufig immer eine Genehmigung oder sogar eine Anzeige einzuholen. Vielmehr gibt es auch verfahrensfreie Energiewendeprojekte, die Sie nutzbar machen können. Im Wesentlichen, die Genehmigungslandschaft in Österreich für Photovoltaikanlagen ist vielfältig. Wir haben das Betriebsanlagenrecht, wir haben das oberösterreichische Elektrizitätswirtschaftsrecht, wir haben das Baurecht, wir haben weitere Materien. Diese Materiengesetze, diese Regelungsbereiche sind nicht in jedem PV-Projekt anzuwenden. Ganz wichtig, es kommt auf die Art des Projekts und auf die Größe etc. etc. Also Sie können sich vorstellen, es kommen andere Gesetze zur Anwendung, wenn Sie eine PV-Anlage im Rahmen einer gewerblichen Betriebsanlage errichten. Andere Gesetze wiederum, wenn Sie es im Rahmen einer Deponie oder einer Bergbauanlage oder sogar als Bergbauanlage errichten. Das heißt, ganz wichtig, je nach Projektart und je nach Projektgröße kommen unterschiedliche Gesetze zur Anwendung, die in ihren Abgrenzungen, und das um das geht es mir heute vor allem bei meinem Vortrag, durchaus komplex sind und man sich hier entsprechend auch vorher im Rahmen der Projektplanung ein klares Bild machen kann, um auch Ihre Investitionsentscheidungen in eine rechtssichere Richtung zu lenken. Ja, und wie wirkt das Recht rein? Weil je nach anwendbarem Anlagenrechtsregime, also kurzum, wo sind wir rechtlich, rechtliche Standortbestimmung, wo sind wir daheim, greifen unterschiedliche Erfordernisse. Wir haben unterschiedliche Genehmigungsanzeigenerfordernisse, wir haben Genehmigungserfordernisse bis zur Verfahrensfreiheit, je nachdem, wo wir sind. Wir haben unterschiedliche raumordnungsrechtliche Rechtsfolgen, wie Herr Kollege Leimgruber bereits erwähnt hat. Wir haben unterschiedliche Parteienrechte, Behörden, Untersagungsgründe und so weiter und so fort. Das heißt, die Frage, wo sind wir daheim bei Ihrer PV-Projektrealisierung, ist eine sehr wichtige. Und um Ihnen das Thema plakativ vorzustellen, habe ich Ihnen zwei Use Cases mitgebracht, nämlich zwei Fälle möglicher Projektrealisierungen durch Sie im Rahmen Ihrer Betriebe. Und ich möchte diese zwei Use Cases anhand der Rechtslage mit Ihnen durchgehen. Der erste Use Case betrifft die Eigenversorgung mit PV-Strom. Kurzum, Sie errichten im Rahmen Ihres Betriebs vielleicht eine Dachflächenanlage, aber durchaus eine Freiflächenanlage und wollen Ihre gewerbliche Betriebsanlage überwiegend oder ausschließlich damit versorgen. Das ist der Fall der Eigenversorgung, das ist der erste Fall. Und der zweite Fall ist die Volleinspeisung, sprich, Sie aufgrund der Marktgegebenheiten merken Sie gut, oder Sie haben zum Beispiel über die Sommermonate keine große Verwendung
für den PV-Strom oder gar keine und speisen alles in das öffentliche Netz ein und am Ende sozusagen übergeben sie ihren Strom dann an einen Stromhändler. Also einmal der Fall der Eigenversorgung, überwiegend der Eigenversorgung, auf der anderen Seite der Fall der Volleinspeisung, wo sie alles ins öffentliche Netz abgeben, aufgrund irgendwelcher betrieblichen Implikationen, die sie für ihren Betrieb sehen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie ist das zu beurteilen aus rechtlicher Sicht? Und wie Sie jetzt gleich sehen werden, komplett unterschiedlich. Wir sind, wenn wir von einer gewerblichen Betriebsanlage ausgehen, primär in der Frage Abgrenzung zwischen Gewerbe- und Elektrizitätsrecht. Und ganz wichtig, wie sind die beiden voneinander abzugrenzen? Das Gewerberecht sieht im Wesentlichen vor, dass wenn die Tätigkeit, also im Konkreten der Betrieb der PV-Anlage ein Elektrizitätsunternehmen bildet, dann sind sie gerade nicht in der Gewerbeordnung drin, dann sind sie im oberösterreichischen LWOG drinnen. Das heißt, kurzum, für sie geht es darum, wann sind sie ein Elektrizitätsunternehmen? Weil wenn sie eins sind, dann sind sie im oberösterreichischen LWOG, Klammer auf, ein bisschen schwieriger anlagenrechtlich, Klammer zu. In der GWO haben wir weitere Erleichterungen. Also kurzum, für Sie wäre es von Vorteil, wenn Sie kein Elektrizitätsunternehmen sind. Was ist ein Elektrizitätsunternehmen? Im Wesentlichen, Sie verkaufen Ihren eigenerzeugten Strom in Gewinnabsicht an einen Dritten. Ganz wichtig, an einen Dritten, also an einen anderen Rechtsträger. Das heißt im Wesentlichen, was sind die Kernfragen? Wann liegt eine Eigenerzeugung und ein Eigenverbrauch vor? Beziehungsweise liegt ein solcher vor? Das heißt, durch dieses Element des Verkaufs an einen Dritten, dann sind Sie ein Elektrizitätsunternehmen, damit sind Sie nicht in der GWO drinnen. Kommt es im Wesentlichen darauf an, ob Sie den eigenerzeugten Strom auch selber verbrauchen. Wenn Sie das tun, zumindest überwiegenderweise, dann sind Sie kein Elektrizitätsunternehmen, was gut für Sie ist. Und um es zusammenzufassen, kurzum, wenn Sie überwiegend und ausschließlich Eigenversorgen, sind Sie in der GWO. Mit den zugleich zu besprechenden Erleichterungen. Während wenn Sie voll einspeisen, also zur Gänze an einen dritten Strom verkaufen in Gewinnabsicht, Sie bei Vorliegen bestimmter Kriterien im oberösterreichischen LWOG drin sind. Kurzum, gehen wir davon aus, dass wir jetzt also eine überwiegende Eigenversorgung haben. Wir sind in der GWO drinnen. Das heißt, der Zweck ist erfüllt. Jetzt die Frage, welche Auswirkungen hat die PV-Anlage? Wir sind also jetzt bei der Frage, welche Genehmigungsanzeigenerfordernisse für mich gelten. Gehen wir davon aus, dass eine Photovoltaikanlage emissionsneutral ist, sprich keine nachteiligen Auswirkungen auf das Emissionsverhalten der Anlage hat, dann ist die Errichtung oder Betrieb der PV-Anlage verfahrensfrei abzuwickeln. Nämlich, Sie können einfach errichten, ohne etwas, ich sage es jetzt mal ein bisschen frech, ohne einen Wisch bei der Behörde abholen zu müssen. Und hier, und das hat ja Dr. Bergthaler schon erwähnt, gibt es vom Wirtschaftsministerium einen Erlass. Das ist keine Verordnung, aber das ist so ein verwaltungsinterner Erlass, wo es gewisse Kriterien gibt, die sozusagen beurteilen lassen, ob ich eine Genehmigung oder Anzeige einholen muss oder nicht. Und laut diesem Erlass, der von den Bezirkshauptmannschaften als Gewerbebehörden anzuwenden sein sollte, haben Sie im Wesentlichen drei Kriterien. Diese Kriterien gehen von der Annahme aus, dass die verfahrensfreie Errichtung von Photovoltaikanlagen die Regel ist und nicht die Ausnahme. Das heißt, wichtig für Sie, sind Sie in diesem GWO-Regime, sind Sie also Eigenversorger, dann müssen Sie für die Errichtung Ihrer PV-Anlage unabhängig, grundsätzlich unabhängig davon, wie groß Sie sind, und grundsätzlich unabhängig davon, ob Sie eine Freiflächenanlage haben oder eine Dachflächenanlage haben, keine Genehmigung oder Anzeige einholen. Verfahrensfreiheit. Diese Ausnahmefälle, die skizziert sind, das sind drei Kriterien, die ich Ihnen mitgebracht habe, sind im Wesentlichen Kriterien, die wirklich in außergewöhnlichen Fällen vorliegen. Das ist eine elektrotechnisch unsichere Ausführung, eine Situierung in einem Gefährdungsbereich und darauf will ich Ihre Aufmerksamkeit lenken, die Anordnung der Photovoltaikpaneele in einer ungewöhnlichen Weise, sodass das mit ungewöhnlichen Blendwirkungen einhergeht. Wie Sie merken, diese drei Kriterien sind vor allem sachverständig zu beurteilen. Und die Frage ist, was können Sie jetzt als Betrieb machen? Sie haben also diesen Erlass. Sie haben also kein Gesetz oder keine Verordnung. Sie wollen eine Photovoltaikanlage im Rahmen Ihres Betriebs errichten und betreiben.
Und was machen Sie jetzt? Wichtig für Sie ist, dass Sie mit einem Sachverständigen zusammenarbeiten und der vor allem die Frage der Blendwirkung, die sehr spannend ist, sich bestätigen lassen, dass gerade keine solchen Blendwirkungen einhergehen. Da gibt es eine tolle ÖVE-Richtlinie, auf die Sie bitte achten, weil die ist auch schon entsprechend bestätigt worden, also die Anwendung durch Verwaltungsgerichte. Wenn Sie die, wenn Sie Ihre Blendwirkungen nach dieser Richtlinie überprüfen und dort rauskommt, dass keine außergewöhnlichen Blendwirkungen in der vorgenannten Weise einhergehen, dann sollte das passen und Sie sind verfahrensfrei. Wichtig, und wir sind natürlich in Österreich, und das klingt für Sie vielleicht etwas paradox, dass man in Österreich keine Behördengenehmigung oder keine Behördenanzeigung stellen kann, sondern einfach so errichten kann, eine Photovoltaikanlage. Ja, das stimmt, aber das ist gerade ein solches Energiewendeprivileg, was Sie auch nutzen können. Und um Ihre Rechtsunsicherheit, die damit einhergeht, Sie haben natürlich keinen Bescheid, der Ihnen sagt, gut, das ist zulässig, was ich mache, sind die Erstellung von sachverständig unterlegten, versteht sich, Gefährdungs- und Beeinträchtigungsprofilen. Das heißt, Sie haben eine Dokumentation, eine interne Dokumentation für Ihre gewerbliche Betriebsanlage, wo eben drinnen steht, wie diese Emissionswirkungen etc., Blendwirkungen und so weiter sind. Das heißt, da durchaus diese Möglichkeit nutzen. Und wichtig, einige Bezirkshauptmannschaften, so zumindest unsere Erfahrung, beachten diesen Erlass nicht, beziehungsweise beachten ihn in ihrer Verwaltungspraxis nicht. Wichtig ist, dass Sie, wie auch im Raumordnungsrecht, frühzeitig Kontakt aufnehmen mit Ihrer Bezirkshauptmannschaft und Sie darauf hinweisen, vielleicht auch mit entsprechenden Sachverständigengutachten, die vielleicht diese ÖVE-Richtlinie zum Gegenstand auch hat, herantreten. Ja, und um jetzt quasi nochmal zurückzukommen, wir waren jetzt sehr stark schon in der Verfahrensfreiheit, in den gewerberechtlichen Privilegien, die wir haben. Gehen wir also davon aus, wieder zum ersten Use Case, wir haben eine Eigenversorgung, sind wir in vielen Fällen verfahrensfrei nach der GWO, wie wir gehört haben. Wir sind daher nicht im oberösterreichischen LWOG, also bitte nichts nach oberösterreichischem Elektrizitätswirtschaftsgesetz bewilligen lassen, in diesem Fall. Möglicherweise sind wir aber im Baurecht. Das heißt, Sie sehen diese Wechselwirkungen, die sich hier stellen können. Das heißt, die Verfahrensfreiheit in der GWO bedeutet nicht zwangsläufig, dass Sie nicht in anderen Gesetzen drinnen sind. Wichtig vor allem, wenn das jetzt, wenn die Errichtung der PV-Anlage beispielsweise mit Rodungen einhergeht, ist das Forstgesetz anwendbar. Wir haben auch Fälle, wo das Luftfahrtgesetz durchaus Relevanz haben kann, weil die Paneele, die Blendwirkungen sich auf den Luftraum beziehen. Also hier wirklich Einzelfallbeurteilung und wo wir Sie auch gerne dabei unterstützen bei diesen heiklen Abgrenzungsfragen. Ja, und gehen wir zum zweiten Use Case und dann sind wir sozusagen mit dem energieanlagenrechtlichen Teil fast fertig. Wir haben gesagt, Volleinspeisung ist nicht der GWO unterliegend, aber dem oberösterreichischen LWOG. Dort haben wir eben Bewilligungspflichten ab 400 kW. Also wenn wir unter 400 kW sind mit ihrer PV-Anlage, dann sind Sie nach dem oberösterreichischen LWOG nicht bewilligungspflichtig. Sie sind auch nach der GWO, wie gesagt, nicht bewilligungspflichtig, aber natürlich nach dem Baurecht. Aber dort müssen Sie nur eine Anzeige stellen bei Vorliegen bestimmter Parameter. Und wie gesagt, im Einzelfall kann dann noch was anderes darauf zukommen, je nachdem, wie Sie Ihr Projekt ausgestalten. Also Sie sehen, wir haben gewisse Energiewendeprivilegien. Wir haben ein nicht immer stimmiges System. Je nachdem, wie Sie Ihr Projekt gestalten, kann man Vorteile rausholen, die für Sie für Rechtssicherheit und auch für Planungssicherheit und Investitionssicherheit damit einhergehend sorgen. Ja, damit quäle ich Sie nicht. Das ist auch dann in der Checkliste entsprechend abgebildet, auf die ich Sie nochmal darauf hinweisen möchte. Die einzelnen Tatbestände im Elektrizitätswirtschaftsrecht oder im Baurecht, aber kurzum, wenn Sie in der GWO sind, dann stellen sich viele dieser Fragen gar nicht. Also wenn Sie eine PV-Anlage im Rahmen Ihrer gewerblichen Betriebsanlage errichten. Ja, das waren jetzt die öffentlich-rechtlichen Anlagengenehmigungen im Schnelldurchlauf. Und jetzt komme ich zu einem zweiten sehr wichtigen Teil, der teilweise unmittelbar mit diesem Anlagengenehmigungsregime zusammenhängt, nämlich das Energierecht im Sinne des Regulierungsrechts. Wichtig ist im Wesentlichen, um was geht es uns jetzt im Energieregulierungsrecht? Wir haben jetzt vorher gehört, welche Genehmigungen oder Anzeigen
oder einfach überhaupt nichts wir brauchen für die Errichtung einer PV-Anlage. Gehen wir davon aus, Sie haben die PV-Anlage schon errichtet und Sie betreiben sie schon. Dann stellt sich die Frage, ob aus dieser Stromproduktion gewisse rechtliche Verpflichtungen einhergehen, weil Sie möglicherweise zu einem Marktteilnehmer werden. Im elektrizitätswirtschaftsrechtlichen Sinn. Stellen Sie sich einfach vor, Sie errichten Ihre PV-Anlage und es stellt sich die Frage, ob aufgrund dieser Stromerzeugung, die Sie betreiben, gewisse rechtliche Verpflichtungen für Sie einhergehen aus regulatorischer Sicht. Das bedeutet, wir sind hier vor allem im LWOG bzw. im oberösterreichischen LWOG. Das hat jetzt nichts mit der Anlage zu tun, sondern das hat mit Ihnen als Person, die Strom erzeugt und etwas mit diesem Strom macht, und wir kommen gleich dazu, um was es da geht, genau, dass da bestimmte rechtliche Verpflichtungen einhergehen. Und wichtig ist auch hier, genauso wie im Anlagenrecht, die Projektgestaltung ist das Wichtigste. Das heißt, je nachdem, wie Sie Ihre Verträge gestalten, je nachdem, wie Sie Ihr Projekt gestalten, zum Beispiel bei der Frage der Preisbildung, zum Beispiel bei anderen Fragen, ist die Einordnung als Marktteilnehmer, die möglicherweise mit bestimmten Pflichten einhergeht, verbunden. Ganz wichtig, und das sage ich jetzt vorweg, die nächsten 5 Minuten werden Sie einige Detailausführungen dazu hören, aber der Grundsatz für Sie, und das ist das Wichtigste für diesen Block Energieregulierungsrecht, die Erzeugung von PV-Strom zur Eigenversorgung ist privilegiert. Das ist ein Grundsatz. Das heißt, errichten Sie Ihre PV-Anlage, lassen Sie sie allenfalls anlagenrechtlich genehmigen oder eben gerade nicht, weil die Voraussetzungen im vorgenannten Sinne vorliegen, und verwenden Sie diesen Strom, den Sie dann erzeugen, für sich selber, dann sind Sie grundsätzlich privilegiert und für Sie bestehen nicht diese großen Verpflichtungen, die die Energieversorger treffen. Weil Energieversorger, das sind klassische Marktteilnehmer, Energielieferanten. Ihr Energielieferant, wenn Sie in Ihrem Einfamilienhaus eben einen Stromliefervertrag haben mit einem Versorger, der ist klassischerweise der Marktteilnehmer. Aber es stellt sich die Frage, ob Sie, wenn Sie in Ihrem Betrieb eben eine PV-Anlage errichten und etwas Bestimmtes mit Ihrem Strom machen, ob Sie dann nicht auch als kleiner PV-Anlagenbetreiber durchaus ein Marktteilnehmer sein können, vergleichbar mit dem Versorger. Also diese Fragen stellen sich, aber hier der Grundsatz, wenn Sie das ist für Sie zum Durchatmen, wenn Sie Eigenversorgung betreiben, dann sind Sie hier privilegiert. Und natürlich, das würde ich dann vielleicht auf die Fragerunde verschieben. Die Energiegemeinschaften, das kennen Sie in aller Munde, Gemeinschaftsenergie, sind jetzt natürlich hier sehr präsent auch in den Medien. Wir haben da auch einiges Know-how in der Projektabwicklung. Und auch hier stellen sich besondere Fragen. Wie sind die einzuordnen? Treffen Sie besondere Verpflichtungen energieregulierungsrechtlicher Natur? Aber da würde ich gerne auf die Fragenrunde verweisen. Ja, was sind die wichtigsten Marktteilnehmer? Also diese Begriffe, die werden Ihnen vielleicht so geläufig sein, also Erzeuger, Elektrizitätsunternehmen, Lieferant, Stromhändler, Versorger. Das ist Ihnen wohl bekannt. Und es ist die Frage, ob Sie als PV-Projektentwickler oder als Projekt, als Contractor vielleicht oder auch eben als Eigenversorger, je nachdem, eine dieser Rollen haben. Es kann auch gut sein, dass Sie mehrere dieser Rollen haben, je nach Projektausgestaltung, Vertragsgestaltung und tatsächliche Geschäftsführung. Gehen wir wieder zurück auf unsere zwei Modelle, auf unsere zwei Use Cases. Wir haben einmal die überwiegende Eigenversorgung und einmal die Volleinspeisung. Ganz wichtig, auch hier nicht nur in anlagenrechtlicher Hinsicht, sondern auch in regulierungsrechtlicher Hinsicht, komplett unterschiedliche Rechtsfolgen, je nachdem, welches Modell Sie wählen. Und wie schon vorher angedeutet, wir haben hier die Privilegierungen vor allem für die Eigenversorgung. Also welche Marktrollen greifen, und um das jetzt mit Ihnen so im Schnelldurchlauf durchzugehen, also der Erzeuger, das ist im Wesentlichen der, der den Strom erzeugt. Klingt jetzt einfach, Erzeuger ist der, der den Strom erzeugt, haha, aber da gibt es schon spezifische rechtliche Kriterien, die da geknüpft sind. Und das ist im Wesentlichen die Möglichkeit der Einflussnahme auf den täglichen Betrieb, ganz wichtig. Kurzum, der Erzeuger ist gleichzusetzen mit dem Betreiber der PV-Anlage. Und ich glaube, für viele von Ihnen wird das relevant sein, beziehungsweise wie werden Sie vor allem PV-Anlagen errichten, vielleicht in Contracting-Modellen. Da gibt es zum Beispiel das Pacht-Contracting. Das heißt, für die, die es nicht wissen, da geht es im Wesentlichen darum, dass ein Dritter Ihnen zum Beispiel auf Ihre Dachfläche eine PV-Anlage draufstellt, sie im Wesentlichen finanziert und Sie die PV-Anlage auch pachten. Das heißt, Sie sind Pächter. Und ganz wichtig,
Wenn Sie Pächter sind, dann haben Sie, und das, wenn man Pächter ist, hat man, denken Sie an Ihre Pachtverträge, die Sie vielleicht abgeschlossen haben, da hat man eine gewisse Verfügungsgewalt über die Anlage. Das heißt, da sind Sie Erzeuger im Pachtmodell. Im Liefercontracting ist es wiederum anders. Da sind Sie nicht Erzeuger. Und das kann spannende Konsequenzen auch aus energieregulierungsrechtlicher Sicht haben, nämlich auf bei der Frage des Netzanschlusses, weil der Netzanschluss ist gebunden an den Erzeuger. Sind Sie also im Pachtcontracting drinnen, dann sind Sie als Pächter der Erzeuger und Sie haben das Recht auf Netzanschluss. Sie sind gleichzeitig auch derjenige, der den Zählpunkt haben sollte. Also die Zählpunktinhaberschaft, die ja auch viele beschäftigt und treibt im Rahmen von PV-Projekten, das liegt bei Ihnen. Im Liefercontracting ist es wiederum anders, weil ja nicht Sie der sind, der die Verfügungsgewalt hat, sondern der sozusagen Dritte. Ja, Elektrizitätsunternehmen, wir haben es schon im gewerberechtlichen Kontext angesprochen, Elektrizitätsunternehmen, wie der Name schon gewisserweise impliziert, ist es vor allem der Verkauf des Stroms, E-Unternehmen, ja, in Gewinnabsicht an Dritte. Und damit sind bestimmte Verpflichtungen, da gehen bestimmte Verpflichtungen her, die nicht zu unterschätzen sind. Und wir kennen das aus der Praxis, vor allem auch der E-Control, dass hier auch öfters auch im Rahmen von Gemeinschaftsenergie Formen, also zum Beispiel der GEA, durchaus Elektrizitätsunternehmen, die Qualifikation dieses Modells als Elektrizitätsunternehmen durchaus in Frage kommt für in bestimmten Konstellationen. Kurzum, wieder dieser Grundsatz, den ich Ihnen am Anfang gesagt habe, es liegt kein Elektrizitätsunternehmen vor, weil wenn ich Eigenerzeuger und Eigenverbraucher, warum? Ich brauche den Verkauf an einen Dritten und wenn ich Eigenverbraucher habe, ich ja keinen Verkauf. Das heißt, kein Elektrizitätsunternehmen. Und ganz wichtig, gerade im PV-Contracting ist ja genau das der Fall. Zwar habe ich hier einen Dritten, der mir sozusagen die PV-Anlage auf das Dach draufstellt, aber ich bin ja der Pächter. Das heißt, ich bin der das erzeugt. Damit habe ich eine Identität und damit habe ich auch einen Eigenverbrauch, weil ich ja quasi selber Erzeuger bin und ich selber verbrauche. Das heißt, im Pachtmodell, im Pachtcontracting, das vielleicht einige von Ihnen eben kennen, ist das wieder privilegiert. Das heißt, da auch das Pachtcontracting nach der jetzigen Rechtslage durchaus etwas, was Sie für sich in Erwägung ziehen können. Auf das zweite Praxisbeispiel, vielleicht kommt es für, das haben wir gehabt in einer Causa, da geht es um die Bereitstellung von Strom, was der Eigentümer sozusagen hat, der Eigentümer der Betriebsanlage, also nicht der Betriebsanlage, sondern das Gebäude, das die Betriebsanlage hat, auf dem Dach eine PV-Anlage und verkauft den Strom an den mietenden Betreiber im Haus. Und da kann man durchaus die Frage stellen, na, ist das nicht ein Elektrizitätsunternehmen? Warum? Weil der Mieter, der den Strom quasi nur verkauft, der Betriebsinhaber pachtet die Anlage nicht. Daher haben wir hier keine Personenidentität. Da könnte man die Frage stellen, gut, ist es nicht ein Verkauf an Dritte in Gewinnabsicht? Aber dazu könnten wir, wenn das wen von Ihnen betrifft, in der Fragerunde dann im Detail diskutieren. Ja, Stromhändler, Lieferant, ganz kurz, Lieferant, Stromhändler, da geht es im Wesentlichen darum, dass jemand eben Strom mit einer gewissen Dauerhaftigkeit und Lückenlosigkeit bereitstellt. Stromhändler ist sowas Ähnliches. Es sind Unterschiede, man darf das nicht alles unter einen Hut, unter einem besprechen, gibt keine Unterschiede. Kurzum, auch hier der überwiegende Eigenverbrauch begründet nicht diese Eigenschaften und diese spezifischen Verpflichtungen. Stichwort zum Beispiel Grundversorgung greifen hier natürlich nicht. Also wenn Sie an Ihrem Standort auf dem Dach eine PV-Anlage errichten und dann sozusagen den Strom selber verwenden, haben Sie hier keine Probleme. Beim Versorger ist es das Gleiche. Also da gibt es auch bestimmte Definitionen, wie, wo, was. Ganz spezifisch, aber um es runterzubrechen, wenn Sie Eigenversorgung haben und das müssen Sie hinkriegen mit Ihrem Projekt, dann sind Sie auch kein Versorger. Das ist eine hundertprozentige Garantie, die man eben aus diesen Definitionen ableiten kann. Naja, und das ist das Letzte, was ich jetzt noch sage. Die Energiegemeinschaften, Sie kennen das, sie sind in aller Munde, Bürgerenergiegemeinschaften, erneuerbare Energiegemeinschaften, die haben viele Vorteile, das ist ja auch für Sie als Unternehmen sehr wichtig, Abgabenbefreiungen, sonstige Befreiungen, vergünstigte Netztarife etc. etc. Wenn wir den Rechtsrahmen anschauen, haben wir weite Gestaltungsspielräume, aber ganz wichtig, der rechtliche Teufel liegt natürlich im Detail wie immer und da gibt es eben gerade in der Projektentwicklung für Sie einige Stolpersteine, wo man nach links oder nach rechts abbiegen kann und wo wir Ihnen gerne helfen,
entsprechend richtig abzubiegen. Ja, vielen Dank. Ich leite jetzt weiter an meinen Kollegen, Herrn Dr. Hartlieb, der Ihnen die letzten zwei Pflöcke, nämlich die Energielieferverträge und auch die Förderungen im Detail zeigt. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ich darf Sie jetzt ganz kurz abholen. Also wie sieht es jetzt aus bei Ihrem Projekt, wenn wir das so durchspielen? Mein Vorredner hat schon gesagt, wir haben schon ein paar Use Cases implementiert. Ist, glaube ich, ganz gut, um auch ein bisschen das handfest darzustellen, was wir Ihnen hier erzählen. Sie haben eine Fläche gefunden, Sie haben eine Gesellschaft gegründet, Sie haben die erforderlichen Verträge abgeschlossen, Sie haben die öffentlich-rechtlichen Anlagengenehmigungsverfahren hinter sich gebracht, ja, das heißt ein Genehmigungsverfahren, das heißt ein bloßes Anzeigeerfordernis. Sie haben Ihre Rolle im Energierecht gefunden, das heißt, Sie wissen, Sie sind Lieferant, Versorger, vielleicht sind Sie nur Elektrizitätsunternehmen etc. Und jetzt produzieren Sie Strom mit Ihrer PV-Anlage und jetzt müssen Sie entscheiden, was tun Sie mit diesem grünen Strom, was tun Sie mit diesem Ökostrom. Wie mein Kollege Magister Nikmatulin jetzt schon gesagt hat, der Eigenverbrauch ist privilegiert, das heißt, Sie können, wenn möglich sollen, natürlich den grünen Strom, den Sie selber produzieren, für Ihre eigenen Anlagen verwenden, für Ihren eigenen Bedarf verwenden. Nicht immer wird das sinnvoll sein, nicht immer wird das die Idee sein, die hinter Ihrem Projekt steht. Das heißt, Sie werden im Regelfall einen Stromliefervertrag abschließen. Sie werden auf einen Stromhändler zugehen, werden mit dem in Vertragsverhandlungen treten und werden versuchen, diesen Stromhändler, der dann vielleicht den Strom wieder weiterverkauft, als Stromabnehmer zu gewinnen. Oder Sie gehen vielleicht an einen anderen Endverbraucher heran und versuchen mit diesem eine Einigung zu erzielen über den von Ihnen produzierten Grünstrom. Und für diese Aspekte möchte ich Sie ein wenig sensibilisieren, um so ein bisschen die Brücke wieder zum Vertragsrecht zu schlagen, und zwar zu den wesentlichen Bestandteilen eines sogenannten Stromliefervertrags. Ist im Wesentlichen zivilrechtlich ein ganz normaler Kaufvertrag, ein sogenannter Sukzessivlieferungsvertrag, wird auch immer wieder vergaberechtlich aufs Rahmenvertrag abgeschlossen. Auch das ist sozusagen Ihnen sicherlich bekannt. Was steckt dahinter? Die zivilrechtliche Idee, dass es sich bei Strom um eine an sich körperliche Sache handelt, die handelbar ist, sage ich jetzt mal ganz landläufig unjuristisch. Das heißt, was folgt daraus? Es liegt üblicherweise ein Dauerschuldverhältnis vor. Das heißt, Sie würden dann bei so einem Dauerschuldverhältnis natürlich, um gleich so ein bisschen in medias res zu gehen und so ein bisschen mit sinnvollen Vertragsinhalten zu beginnen, Sie würden natürlich irgendwelche Kündigungsmöglichkeiten dort unterbringen. Was man immer kann bei Dauerschuldverhältnissen, allgemein zivilrechtlich, man wird immer eine außerordentliche Kündigungsmöglichkeit haben. Das heißt, das allgemeine Zivilrecht gibt Ihnen schon die Leitplanke vor. Sie sollen nicht dauerhaft gebunden sein, wenn vielleicht Ihr Vertragspartner nicht liefert oder dergleichen. Ja, dann vielleicht da noch so ein paar klassische Vertragsinhalte. Das sind auch im Wesentlichen die Punkte, die mein Kollege Magister Kitzmüller schon vorgestellt hat. Auch solche Vertragsinhalte werden Eingang finden in einen Stromliefervertrag. Natürlich der Preis. Ja, das kann sich jetzt, das wissen Sie, um einen Festpreis handeln. Ja, die Diskussionen sind ja gerade im Gang, auch medial. Das kann natürlich ein Preis sein, der sich am Spotmarkt orientiert. Gewisse Preisbestandteile können fixiert werden, gewisse können variabel sein, etc. Sie werden natürlich auch eine Menge vereinbaren. Nachdem es sich aber im Regelfall um einen Rahmenvertrag handelt, werden Sie die Menge nicht vorab fix bestimmen können. Das heißt, Sie werden auch Regelungen brauchen, wie gehen Sie mit Mehr- und Minderbezügen um. Ja, und da kennt man aus Stromlieferverträgen so ganz typische Regelungen, wonach der Abnehmer den Stromlieferanten über Mehr- oder Minderbezüge, die sich ankündigen, informieren muss oder wenn vielleicht sozusagen mehr Strom bezogen wird, dass es dann besondere Vergütungsmechanismen gibt, die dann zum Tragen kommen. Ja, das heißt, das sollten Sie auf keinen Fall versäumen, auch solche Regelungen im Vertrag zu implementieren, um einfach eine Handhabe zu haben, um auch Informationspflichten zu regeln, auch wenn sie vielleicht nicht immer in spezifische Rechtsfolgen münden. Ja, und was wir Ihnen jetzt noch besonders ins Herz legen möchten oder was uns auch ein bisschen ein Anliegen ist, etwas auch sozusagen in Österreich ein bisschen mehr publik zu machen, ist die Sonderform des Stromliefervertrags, sogenannte Power Purchase Agreement, PPA. Ich werde es jetzt sozusagen folgend PPA abkürzen. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um eine Art Stromliefervertrag. Der PPA oder so wie international gelebt wird, ist aber wesentlich mehr als ein bloßer Stromliefervertrag.
Das heißt, die Frage, mit wem Sie einen Vertrag abschließen, wie die Konditionen sind, welche Vertragsinhalte Eingang finden müssen und sollen, diese Frage sollte nicht dann nach Genehmigung, nach Projektentwicklung, nach Inbetriebnahme der PV-Anlage geklärt werden, sondern bereits im Vorfeld. Denn was ist der Zweck, der hinter so einem Power Purchase Agreement steht? Ist einerseits eine Planung, so eine Preissicherheit. Auch ein Marketinginstrument ist es natürlich. Das heißt, Know Your Power Plant. Das heißt, die kennen ihre Stromherkunft. Aber es ist auch ein Vehikel, um Investitionen zu ermöglichen. Um Investitionsentscheidungen zu erleichtern. Auch natürlich, um Finanzierungen auf die Beine zu stellen. Ja, hier spricht man auch von einer sogenannten Bankability-Funktion eines PPA. Das heißt, Sie werden sich im Regelfall, ganz salopp gesagt, leichter tun, eine Finanzierung aufzustellen, wenn Sie langfristige Verträge abschließen, wenn Sie bereits einen Vertragspartner an Bord haben und wenn Sie vielleicht, sozusagen Banken dann besonders mögen, auch natürlich den Preis langfristig fixieren. Das wird sich natürlich jetzt wieder mit Marktpreisentwicklungen etc. möglicherweise ein bisschen in Konflikt stehen. Ja, das heißt, hier geht es ein bisschen darum, auch einen guten Mittelweg zu finden. Aber an sich ist das Power Purchase Agreement, der PPA, ein Vehikel, um Banken an Bord zu holen, auch um Finanzierungen für Ökostromprojekte zu ermöglichen. Ja, das heißt, Sie sehen schon aus diesen ersten paar Bullet Points, diese Sonderform des Stromliefervertrags weist ganz, ganz viele Charakteristika und Funktionen auf, die einem üblichen Stromliefervertrag nicht zukommen. Ja, das heißt, hier haben Sie ein besonderes Vehikel, das international üblich ist, in Österreich erst so langsam jetzt Eingang findet, wird immer mehr nachgefragt, auch bei uns in der Kanzlei. Das heißt, so langsam kommen Projektentwickler, aber auch Versorgungsunternehmen, Industrieunternehmen im Besonderen, jetzt auf die Idee, so einen PPA abzuschließen, um Vorteile zu lukrieren. Ja, was auch wichtig ist im Hinblick auf die von mir noch anzusprechenden Förderungen, der PPA ist auch eine Möglichkeit, um Strom langfristig zu vermarkten. Und diese Vermarktung des Stroms, diese langfristige Vermarktung ist ganz wichtig, weil Sie im aktuellen Förderregime keine Förderabwicklungsstelle mehr haben, die Ihnen den Strom abnimmt, die Stromhändler ist, Einspeisetarife, wie im Ökostromgesetz 2012, sondern Sie haben jetzt die Verpflichtung als Anlagenbetreiber, wenn Sie eine Marktprämie lukrieren wollen, dass Sie den Strom selber vermarkten. Je langfristiger, desto besser. Das heißt, in dem Fall kommt auch dem PPA eine ganz besondere Förderungsfunktion zu. Ja, welche Formen gibt es? Das können wir sozusagen gerne nachher noch im Detail besprechen. Das sind jetzt so ein paar, die ich aufgezählt habe. Es gibt physische PPA, da gibt es Direct PPA, Offset PPA, je nachdem, ob Sie das öffentliche Verteilernetz, öffentliche Stromnetz nutzen oder nicht. Ja. Das Pendant im österreichischen Energierecht in den Landesgesetzen wäre die sogenannte Direktleitung. Ja, das wäre sozusagen ein Instrument. Direct PPA. Und dann haben Sie noch die Möglichkeit, so finanzielle, synthetische oder man kann auch sagen, bilanzielle PPA abzuschließen, wo Sie eigentlich ein Finanzierungsinstrument oder sozusagen auch ein Hedging-Instrument, wo es zu keinem direkten Stromaustausch kommt. Ja, was sind die Funktionen oder sozusagen was hat das Vorteil? Preissicherheit habe ich schon gesagt. Sie haben das Marketing-Aspekt, auch das habe ich schon gesagt. Was vielleicht hier noch wichtig zu erwähnen ist, Sie müssen sich die Vertragsinhalte nicht selber ausdenken. Sie müssen auch nicht zwingend alles übernehmen, was Sie so vorfinden an Vertragsinhalten. Sie können aber, wenn Sie möchten, auf international anerkannte Vertragsmuster zurückgreifen. Da gibt es Organisationen, internationale Organisationen, die stellen Ihnen diese Vertragsmuster zur Verfügung. Und natürlich haben diese Vertragsmuster, die Sie dort vorfinden, die bewährt sind, die geprüft wurden, haben natürlich auf der Finanzierungsseite, wenn es darum geht, Banken an Land zu ziehen, auch vielleicht potenzielle Vertragspartner an Land zu ziehen, haben natürlich eine vertrauensbildende Funktion. Ganz klar. Das heißt, wenn Sie auf diese Vertragsmuster zurückgreifen, dann werden Sie sich leichter tun, auch zum Beispiel einen Vertragspartner zu finden. Was ja auch noch sehr wichtig ist und was, glaube ich, Herr Magister Nikmatullin jetzt sehr gut beschrieben hat, es gibt noch geringe regulatorische Vorgaben des Elektrizitätsrechts für PPA. Das heißt, die Frage, welche Marktrolle geht damit einher? Welche Verpflichtungen ergeben sich aus der Marktrolle? Inwieweit wirkt das ein in PPA etc.? Ist eigentlich eine Frage, die zumindest von der Judikatur noch relativ ungeklärt ist. Was aber gut ist und was wir auch sozusagen im Vorfeld sehr intensiv besprochen haben, man kann teilweise oder überwiegend auf bestehende Judikatur zurückgreifen. Ja, man kann diese Judikatur übertragen und man kann so zu aus unserer Sicht sehr sinnvollen und gangbaren Lösungen kommen.
Ja, Checkliste, das ist jetzt nur ein kleines Sneak Preview quasi in das, was wir Ihnen dann als Checkliste bereitstellen. Ich möchte Sie jetzt sozusagen damit jetzt nicht länger aufhalten und möchte ja noch ganz kurz aufs Contracting eingehen. Was ist beim Contracting wichtig? Was gibt es zu beachten? Ich glaube, angesprochen wurde es jetzt bereits, die wesentlichen Eckpunkte des Contracting kennen Sie. Vielleicht ein Punkt, auf den ich Sie gerne aufmerksam machen würde. Sie sehen es hier im Wesentlichen im vierten Bullet Point. Je nach Ausgestaltung des Vertrags kann es sein, dass der Contracting-Nehmer das Risiko der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Contractors trägt. Das heißt, im Wesentlichen ist ein Ausfallsrisiko oder das Insolvenzrisiko. Das heißt, diesen Fall sollten Sie vertraglich unbedingt abbilden. Können dann auch gerne noch im Nachgang darüber sprechen, wie man das am besten macht. Weil eben es sich bei der PV-Anlage in der Regel um ein Superedifikat handelt, weil das Eigentum nicht übergeht, das Eigentum folgt nicht dem Eigentum am Grund und damit fällt typischerweise das auseinander, Eigentum am Gebäude, Eigentum am Grund, Eigentum an der PV-Anlage und deswegen können sich solche unangenehmen Konsequenzen ergeben, die man eben aber vertraglich einfangen kann. Ja, das war dieser Aspekt im Schnelldurchlauf und möchte sozusagen zum Schluss, beziehungsweise etwas über der Zeit, noch ganz kurz auf das Förderthema eingehen, weil ich denke, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, hier Ihnen noch ein paar Eckpunkte mitzugeben, die Sie auf jeden Fall beachten sollten. Es gibt im Wesentlichen ein duales Fördersystem nach dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, nach dem ERG, wie auch schon nach dem Ökostromgesetz 2012. Es gibt einerseits die Förderung durch Marktprämie, als Nachfolgeinstrument des sogenannten Einspeisetarifs mit dem wesentlichen Unterschied, Sie haben es hier im ersten Spiegelstrich, dass nun eine Vermarktung durch den Förderwerber stattzufinden hat und keine Abnahme durch die ÖMAG, durch die ERG-Förderabwicklungsstelle mehr erfolgt. Das heißt, auch deswegen sind PPAs so sinnvoll. Als zweites wesentliches Standbein haben Sie den sogenannten Investitionszuschuss, das ist eine Förderung, die sich eher an kleinere Anlagen richtet. Große Ausnahme hier sind PV-Anlagen, da geht es auch für größere Anlagen, das heißt besondere Privilegierung von PV-Anlagen. Investitionszuschüsse sollen einfach einen Anreiz setzen, um die Entwicklung und die Richtung von Ökostromanlagen, von PV-Anlagen zu forcieren. Was sind so die Voraussetzungen? Was brauchen Sie, um jetzt derartige Anträge zu stellen? Sie brauchen eine Vermarktung, habe ich schon gesagt. Sie brauchen einen Netzanschluss. Ja, das heißt, hier auch unsere ganz klare Empfehlung. Wir sehen es aus ganz vielen Projekten. Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit dem jeweiligen Netzbetreiber auf. Das ist das Um und Auf. Oft sind die Netzkapazitäten nicht vorhanden. Manchmal kann der Netzbetreiber aber ein Datum nennen. Das heißt, hier empfiehlt sich unbedingt eine frühzeitige Abstimmung. Das kann ein Showstopper sein, wenn Sie hier plötzlich vor verschlossenen Türen stehen. Ja, sind die Genehmigungen erteilt? Auch da haben es meine Vorredner schon erwähnt. Das hat natürlich eine förderrechtliche Dimension, auch die Anlagengenehmigung. Und was soll jetzt die Marktprämie tun? Sie soll jetzt ganz salopp gesagt im Wesentlichen einen Ausgleich herstellen zwischen den Erzeugungskosten und dem Marktpreis. Ja, das heißt, der Gedanke dahinter ist, die Erzeugungskosten von Ökostrom sind noch höher als die Erzeugungskosten von sonstigem Strom und deswegen soll hier ein Ausgleich stattfinden. Wie erfolgt jetzt die Fördervergabe im Wesentlichen in einem Ausschreibungs- und Antragssystem? Für PV-Anlagen haben Sie hier eine ausschließliche Durchführung im Wege oder Fördervergabe im Wege des Ausschreibungssystems. Wichtig, es handelt sich um die Privatwirtschaftsverwaltung, das heißt, es wird ein Förderungsvertrag abgeschlossen, das spiegelt sich dann auch auf Rechtsschutzebene wieder. Ja, und da verweise ich nur, was die Marktprämie anbelangt, einerseits auf die ERG-Marktprämienverordnung, das glaube ich eine sehr übersichtliche Verordnung ist, und andererseits auf die allgemeinen Förderbedingungen der ÖMAG, die gibt es nur bei den Marktprämien, die gibt es nicht beim Investitionszuschuss. Ja, das zweite Standbein habe ich im Wesentlichen schon gesagt, hier gibt es eine Investitionsförderung für kleinere Anlagen, gut für Sie als PV-Betreiber. PV-Anlagen werden unbeschränkt gefördert, allerdings immer nur die ersten 1000 kW Engpassleistung, aber es kann sich auch um größere Anlagen handeln. Das heißt, das kann durchaus auch Ihre Investitionsentscheidung natürlich prägen. Auch hier, Netzanschluss ist erforderlich, eine Registrierung in der Herkunftsnachweisdatenbank, das kann teilweise auch die Förderabwicklungsstelle für Sie erledigen. Und wichtig hier, bei PV-Anlagen haben wir auch ein System, ein Vergabesystem, ähnlich wie bei den Marktprämien, mit einem marktwirtschaftlichen Charakter. Das heißt, die Anträge werden nicht nach Einlagen gereiht, sondern die Anträge werden üblicherweise nach Förderbedarf gereiht. Da gibt es unterschiedliche Kategorien von PV-Anlagen. Bei manchen PV-Anlagen erfolgt die Reihung der Anträge auch nach dem Einlagen.
Da gibt es auch eine Veränderung ab 01.01.2023. Das heißt sozusagen, das gilt es zu beachten. Das ist allerdings in der Verordnung schon abgebildet. Was ganz wichtig ist, und das gilt auch für die Marktprämie, und da haben wir sozusagen auch schon Erfahrungen gemacht, beziehungsweise durchaus auch leidvolle Erfahrungen haben viele Unternehmen gemacht, und zwar, dass die Antragstellung vor Beginn der Arbeiten zu erfolgen hat. Wichtig hier, Beginn der Arbeiten meint nicht die Genehmigung, ja, das heißt, die Genehmigung kann schon vorab eingeholt werden. Beginn der Arbeiten meint aber auch rechtsverbindliche Bestellungen. Ja, das ist Abschluss von Kaufverträgen ohne Vorbehalte, könnte bereits den Beginn der Arbeiten markieren. Ja, auch noch wichtig für Sie zu wissen, es gibt ein allgemeines Verbot der Doppelförderung. Das ist ja generell ein Grundsatz im Beihilferecht. Hier gibt es bestimmte Ausnahmen, unter anderem eben für die Covid-19-Investitionsprämie. Diese kann im Regelfall kombiniert werden mit Förderungen nach dem Erneuerbaren Ausbaugesetz. Wichtig hier, sie trifft als Förderwerber besondere Meldepflichten, und sie treffen besondere Meldepflichten. Das heißt, sie müssen bereits vorhandene Förderungen, Zusagen etc. der ÖMAG, der ERG Förderabwicklungsstelle in Zukunft jedenfalls mitteilen. Ja, und sonst haben Sie noch einen ganzen Blumenstrauß an möglichen Förderungen, zum Beispiel für erneuerbare Energiegemeinschaften. Gerade in Oberösterreich gibt es hier sehr viele Förderungen. Wie gesagt, hier immer zu beachten, das grundsätzliche Verbot der Doppelförderung. Das heißt, das ist eine Entscheidung, das sollten Sie auch frühzeitig treffen. Wichtig vielleicht zwei Punkte noch. Wenn Sie einmal zum Beispiel den Investitionszuschuss beantragt haben und Sie beginnen danach mit der Bestellung von Anlagenteilen oder mit der Richtung der PV-Anlage und Sie erhalten eine Förderabsage, ja, wegen zu hohem Förderbedarf beispielsweise, dann ist das unschädlich für Ihren nächsten Antrag. Ja, das heißt, dann können Sie auch nach Beginn der Arbeiten wieder einen Antrag stellen, einen Folgeantrag. Ebenfalls wichtig in dem Zusammenhang, der Antrag aus einem Fördercall, das ist ein bestimmtes Zeitfenster, der wird nicht mitgenommen in den nächsten Fördercall. Ja, das heißt, Sie müssen den Antrag dann neu stellen. Ja, und damit darf ich im Wesentlichen schließen. Ich habe, genau, also wir haben jetzt sozusagen sehr viel gehört. Wir haben viel gehört von Grundstückssuche, von Abschluss der wesentlichen Verträge, von öffentlich-rechtlichen Anlagengenehmigungen, energierechtliche Aspekte, PPA-Förderungen etc. Ich glaube, Sie haben jetzt sozusagen einen guten Einblick bekommen, was für Ihre Projektentwicklung notwendig ist. Und ich darf jetzt vielleicht noch für die allerletzten Worte sozusagen übergeben an Professor Bergthaler. Ja, vielen Dank. Ich sehe da, wir haben durchaus einige Fragen bekommen. Sie haben gesehen, dass das Zusammenspiel der verschiedenen Rechtsmaterien nicht immer friktionsfrei ist und durchaus eine Feinabstimmung benötigt. Ich würde jetzt sagen, hier kommt es vielleicht alle heraus und wir gehen die Fragen im Einzelnen durch. Jetzt eine kurze Frage ist, alles was wir am Bildschirm sehen. Schauen wir, sind schon da. Ja. Das erste war Test, das ist offenbar nichts. Die erste Frage, Gebühr bei Dienstbarkeitsvertrag. Zählt jede Gegenleistung des Contracting-Unternehmens als Gegenleistung? Also zum Beispiel auch die Reparatur eines Dachs, das sozusagen zur Vertragsgebühr beim Dienstbarkeitsvertrag, geht an den Kollegen Kitzmüller. Also grundsätzlich ist quasi der Wert der Gegenleistung aufzunehmen, auch die Reparatur eines Daches, wenn sich quasi der Contracting-Unternehmer im Rahmen des Pachtvertrages bzw. des Dienstbarkeitsvertrages übernimmt, kann eben das so eine Gegenleistung sein. Das ist eben genauso wie zum Beispiel eben auch ein vergünstigter Energiepreis, der gewährt wird, eine Gegenleistung darstellen kann. Also das kann durchaus im Einzelfall auch in diese Beurteilung der Gebührenpflicht hineinbezogen werden. Ja. Dann eine Frage, abseits von PV-Anlagen, wir beabsichtigen die Anschaffung einer KWK-Anlage, ist es möglich, den gesamten erzeugten Strom für unsere Genossenschaft mit 32 Standorten in Oberösterreich zu verwenden? Also da sozusagen eine durchaus eine komplexe Struktur, 32 Standorte in Oberösterreich, Genossenschaftssystem, den gesamten erzeugten Strom offenbar für sozusagen den Eigenverbrauch in dieser Genossenschaftsstruktur in Form einer KWK-Anlage.
Also ein Gedanke wäre mal, dass man das im Rahmen einer Energiegemeinschaft eben aufzieht, dass man quasi die Genossenschaft bzw. deren Mitglieder jeweils auch Mitglieder dieser Energiegemeinschaft sind. Das kann ein Verein sein, das kann wiederum eine Genossenschaft sein. Wenn Sie schon eine Genossenschaft haben, haben Sie natürlich auch Erfahrung mit der Verwaltung einer solchen. Das heißt, das bietet sich an. Und dann wäre eben diese Kleinwasserkraftanlage, könnte hier durchaus eingebracht werden als Anlage der Energiegemeinschaft und eben um diesen Strom zu verteilen. Das Problem bei der Energiegemeinschaft ist, dass es bei einer erneuerbaren Energiegemeinschaft auf einen Lokal- bzw. einen Regionalbereich abgegrenzt ist. Das heißt, es kommt darauf an, wo diese Mitglieder dieser Standorte ansässig sind, ob sie die hier einbeziehen können. Über eine Bürgerenergiegemeinschaft wird das funktionieren. Hier ist man unabhängig vom Standort durchaus berechtigt, in ganz Österreich eben Mitglieder teilhaben zu lassen, könnte der Strom weitergegeben werden. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja, vielleicht aus Energielieferverträgssicht sehe ich jetzt grundsätzlich auf den ersten Blick kein Problem. Man muss natürlich definieren, wer ist Stromerzeuger, wer ist Stromabnehmer. Das dürfte klar sein. Man müsste dann bilaterale Energielieferverträge abschließen. Man könnte sich natürlich auch die Frage stellen, ob man quasi einen so einen multilateralen Vertrag abschließt, den dann im Wesentlichen alle Genossenschaftsmitglieder beitreten. Also auch das scheint eine gangbare Möglichkeit zu sein. Wenn es sehr viele sind, stellt sich natürlich die Frage, ob das praktikabel ist. Also, genau, wie der Kollege Kitzmüller gesagt hat, mit einer BEG könnte man das auch aufsetzen. Darf ich vielleicht nur ganz kurz einhaken, weil es noch die Nachfrage kam, aber nur für KMU, Fragezeichen, wir haben 500 Mitarbeiter. Ja, da gibt es die Einschränkung, dass es eben bei erneuerbaren Energiegemeinschaften hier nur KMU teilnehmen können, sprich große Unternehmen, die nicht in diesen Anwendungsbereich fallen, hier gar keine Teilnahme möglich ist, zumindest keine direkte als Mitglied. Das ist bei den Bürgerenergiegemeinschaften allerdings anders. Hier kann eine Teilnahme erfolgen. Es darf nur für solche große Unternehmen kein beherrschender Einfluss auf die Bürgerenergiegemeinschaft möglich sein. Aber auch das kann man eben aufschließen im Rahmen von Verträgen. Was man vielleicht noch dazu sagen könnte, man könnte theoretisch auch nur die Erzeugungsanlage einbringen in eine Energiegemeinschaft. Das ginge natürlich auch. Quasi das nicht-KMU-spezifische Unternehmen, das dahinter steht, bleibt lieber außen vor. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Müsste man sich jetzt im Detail anschauen, ob es hier praktikabel und gewünscht ist. Sprich, das ist nämlich dann der Fall, wenn eben das Eigentum, was nicht übertragen wird, sondern eben nur die Betriebs- und Verfügungsgewalt an die Energiegemeinschaft geht, das Eigentum allerdings nicht und damit die Energiegemeinschaft eben diese erzeugte Energie, eigenerzeugte Energie an die Mitglieder weitergeben kann. Je nachdem, wie eben der Einzelfall gelagert ist, wer beteiligt werden soll, das muss ja auch beachtet werden. Es müssen zwei Mitglieder sein und nicht nur eine, kann eben hier ein Modell aufgesetzt werden. Wenn Sie jetzt ein Störgeräusch vernehmen, dann ist das nicht bei Ihnen, sondern bei uns in der Wirtschaftskammer. Offenbar wird da geschämt, gebohrt oder was auch immer. Jetzt haben wir eine Frage: Abgrenzung, Gewerbeordnung und LWOG. Und zwar zu dieser Thematik: Zählt der Eigenverbrauch des Kunden auch, wenn die Anlage dem Contractor gehört? Also wird der Contractor nicht als E-Unternehmen anzusehen sein beim Überschusseinspeiser. Tatsächlich gibt es diese Konstellationen, da ist ganz entscheidend, in welcher Weise dieser Contracting-Vertrag abgeschlossen wird. Wenn das ein sogenannter Betriebsführungsvertrag ist, der an der Inhaberschaft des Konsenswerbers nichts ändert und der eine Erfüllungsgehilfe ist, der eigentlich sozusagen wie eine ausgegliederte Betriebsabteilung dem Eigenverbrauch dient, dann wird die Eigenverbrauchseigenschaft dadurch nicht verletzt. Das heißt, da müsste man ganz spezifisch auf diese Contracting-Verträge bzw. diese Betriebsführungsverträge schauen. Aber grundsätzlich ist die Konstruktion möglich, ohne dass man der Eigenverbrauchseigenschaft hier schadet. Da gibt es gerade in Oberösterreich seit Jahrzehnten sehr ausgetüftelte Modelle, die man im Einzelfall sehr, sehr gern individuell anpassen kann. Nächste Frage: Gibt es ein Recht auf Netznutzung? Kann der Netzbetreiber die Einspeisung begrenzen? Ja, vielleicht ganz kurz dazu. Energierechtlich sehr spannender Punkt. Also grundsätzlich war ich auf 46 LWOG sieht die sogenannte allgemeine Anschlusspflicht vor. Das heißt, ja, Sie haben einen
grundsätzliche Anspruch auf Netzzugang, auf Zugang zum Verteilernetz. Wichtig ist allerdings, dass es davon, wie üblich, im gesetzlichen Kontext natürlich auch Ausnahmen gibt. Das heißt, unter ganz, ganz spezifischen Ausnahmebedingungen kann ein Netzbetreiber den Zugang auch verwehren. Und wie wir es momentan sehen, findet üblicherweise die Problematik dort den Niederschlag, wo das Netz einfach noch nicht genug ausgebaut ist, wo keine ausreichenden Netzkapazitäten zur Verfügung stehen. Wichtig hier, die letzte Elbock-Novelle hat eine massive Verbesserung oder zumindest auf dem Papier eine massive Verbesserung gebracht für Netzzugangswerber. Ja, das heißt, sie haben jetzt einen weitergehenden Anspruch, insbesondere darf ein Netzzugang nicht mehr aus wirtschaftlichen Gründen verweigert werden. Ja, das heißt, nur weil der Netzbetreiber sagt, der Ausbau lohnt sich in dem Gebiet nicht aus wirtschaftlichen Gründen, das darf kein ultimativer Verweigerungsgrund sein. Ja, da gibt es im Detail dann bestimmte Fristen, die eingehalten werden müssen. Die Ausführungsgesetzgeber, die Landesgesetzgeber haben hier nach unserem Wissensstand keine spezifischen Ausnahmeregelungen etc. mehr vorgesehen. Ja, das heißt, hier gilt im Wesentlichen die Bundesregelung, hat sich im Wesentlichen auch in den Ländern durchgesetzt. Ja, dann haben wir die Frage, welche Vertragsbestandteile sind für den Contractor wichtig für den Fall des Konkurses, des Eigentümers, der Liegenschaft? Da kann ich nur aus allgemeiner Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten, in denen diese Contracting-Modelle in Oberösterreich gang und gäbe waren, sagen, es ist immer wichtiger, möglichst abgegrenzte Vermögensmasse zu bilden. Historisch waren das oft Superedifikate, die aber nicht nachträglich begründbar sind am Gebäude. Da steht uns nur das sogenannte Baurecht zur Verfügung, das dann auch verbücherbar ist. Aber um das wirklich insolvenzfest zu machen, gilt Ähnliches wie zuerst zum Contracting-Modell, da muss der Vertrag wirklich auf Herz und Nieren individuell geprüft werden. Aber prinzipiell ist es die Möglichkeit, eine abgesonderte und sonderrechtsfähige Vermögensmasse zu schaffen, die man mit dem Contractor verbindet. Und das ist, wie gesagt, früher das Super-Edifikat gewesen und heute das Baurecht. Da darf ich vielleicht noch anschließen, während das eben bei Freiflächenanlagen, die direkt am Grund errichtet werden, also direkt am Boden errichtet werden, eben möglich ist, so ein Superedifikat zu vereinbaren, ist es bei Dachflächenanlagen eben nicht möglich. Das ist auch höchstgerichtlich in den letzten 5 Jahren festgehalten worden, dass hier also Dachflächenanlagen nicht als Superedifikat eingetragen werden können, was natürlich auch für diesen Fall eine Rolle spielt. Ganz allgemein ist es im Insolvenzfall so, dass solange das Eigentum beim Contractor bleibt und das auch vertraglich abgesichert ist, dieser im Notfall ein sogenanntes Aussonderungsrecht hat, das er gegenüber dem Insolvenzverwalter bzw. im Notfall auch gerichtlich geltend machen kann, um eben zumindest wieder in den Verfügungsbereich der PV-Anlage zu kommen. Es besteht jedoch hier insolvenzrechtlich auch ein gewisser Spielraum zugunsten des insolventen Unternehmens, zugunsten des insolventen Eigentümers, weil der eben ja durchaus an die zur Verfügungstellung der Energie gebunden ist und da quasi abhängig davon ist, da gibt es gewisse Fristen im Insolvenzrecht, die eben hier auch einen weiteren Bezug ermöglichen. Auch dementsprechend ist es eben wichtig, dass man vertraglich hier sehr, sehr fein in die Abgrenzung trifft und für den Contractor eine möglichst große Rechtssicherheit darstellt. Nächste Frage, ERG-Investitionszuschuss, was ändert sich 2023? Es gibt ein paar Regelungen, teilweise ändern sie sich schon mit, also haben sich eigentlich schon geändert mit 1.11.2022. Zum Beispiel, was die Inbetriebnahmefrist anbelangt, also wir hatten bisher das Problem, das kennen Sie wahrscheinlich auch aus der Praxis, für PV-Anlagen war eine relativ rigide Inbetriebnahmefrist vorgesehen. Wenn Sie diese Inbetriebnahmefrist quasi versäumt haben, dann galt der Fördervertrag als aufgelöst, ja, was natürlich eine sehr unangenehme Konsequenz ist für Sie. Es gab dann zwar Möglichkeiten, auch diese Frist zu verlängern, die man allerdings beschränkt. Und hier hat jetzt der Gesetzgeber nachgebessert und hat längere Inbetriebnahmefristen vorgesehen. Was ist der Hintergrund? Ganz klar, Handwerkermangel, Mangel an PV-Panelen etc. Das heißt, der Ausbau hat einfach nicht so schnell funktioniert. Die Leute, die Unternehmen haben die Förderzusage bekommen, konnten nicht in Betrieb nehmen. 2023 wird jetzt im Bereich PV-Anlagen eine wesentliche Änderung erfolgen. Und zwar rückt Kategorie B PV-Anlagen, das heißt sozusagen die zweitkleinsten PV-Anlagen, rücken quasi aus der Förderreihung, aus der Fördervergabe nach Bedarf in die Reihung ein.
Einlagen, das heißt, erhalten quasi fix eine Förderung. Es erfolgt keine Reihung nach Bedarf mehr für diese quasi zweitkleinste Anlagenkategorie. Das heißt, es wird dann nach der Novelle wird es dann geteilt sein. Kategorien A und B fallen in den höchstzulässigen oder fixen Fördersatz und Kategorien C und D fallen in den höchstzulässigen Fördersatz. Das ist dort Fördervergabe nach Förderbedarf. Ja. Soll im Wesentlichen auch dazu dienen, so ein bisschen diesen BV-Ausbau anzukurbeln und Investitionszuschüsse ein bisschen liberaler zu vergeben. Ja, dann haben wir die nächste Frage. Wenn eine PV-Anlage im Kieswerk steht und das Kieswerk geschlossen wird, darf die PV-Anlage weiter betrieben werden? Das ist eine interessante Konstellation, die mit den Rechtsübergängen zwischen dem Bergrecht, dem Gewerberecht und dem Energierecht zu tun hat. Prinzipiell ist es so, dass tatsächlich eine ursprünglich mineralrohstoffrechtliche zusätzlich genehmigte Anlage, also Bergbauanlage, bei Wegfallen der bergbaulichen Tätigkeit in eine gewerberechtliche Anlage mutieren kann, ohne einen behördlichen Schritt, nur mit Anzeige, und auch eine gewerbebehördliche Anlage kann, wenn es sozusagen überhaupt kein Gewerbebetrieb oder keine Verarbeitung außerhalb des anlagenrechtlichen Zusammenhangs mehr gibt, dann auch mutieren in eine ELWOG-Anlage. Das ist also anlagenrechtlich schaffen wir einen Rechtsübergang. Allerdings tappen wir aus der Sonderzone des Berggerichts, in dem es keine Raumordnungskompetenz der Länder gibt, dann in eine in das Gewerberecht bzw. in das Elektrizitätswirtschaftsrecht, wo tatsächlich das Raumordnungsrecht wieder schlagend wird und wo die Nutzung von Flächen entgegen den raumordnungsrechtlichen Bestimmungen in Oberösterreich sanktioniert ist. Das heißt, für diese Anlagen, für diese spätere Phase würden wir dann eine Widmungskonformität benötigen. Insoweit ist sozusagen dieser Nachlauf regulierungsbedürftig, muss vorbereitet werden. Entweder schafft man noch einen bergbaulichen Restzusammenhang oder man schafft einen Zusammenhang mit einem Anlagenbetrieb in der Nähe, aber die sozusagen das völlig ungeschützte Hineinplumpsen wieder in das widmungsrechtliche Regime wirft jedenfalls Probleme auf. Also da ist dieser Übergang zu regeln. Es ist schaffbar, aber es muss vorbereitet werden. Ja, das wäre sozusagen im Schnelldurchlauf, wären das Ihre Fragen gewesen, die alle durchaus den Kern treffen. Dann darf ich Sie nur dazu einladen, fordern Sie uns weiter heraus mit Fragestellungen. Alles, was wir jetzt nicht im Detail beantworten konnten, da stehen wir gern zur Verfügung, dass wir mit Ihnen das in der vertiefenden Weise austauschen. Sie haben jetzt mitbekommen, wer wofür spezialisiert ist. Sie können sich gern bei allen Fragen an alle von uns wenden. Und wir kümmern uns dann darum, dass Sie in entscheidender Weise verständigt werden. Unsere Praxisgruppe 360 Grad hat verschiedene Foren, in denen sie das Wissen unter die Leute bringt. Dazu gehören Newsletter, dazu gehören regelmäßige Beiträge auf einer eigenen Website. Sie finden die Links und die Möglichkeiten, daran zu partizipieren, in den Unterlagen, die dann versandt werden. Von mir einmal an dieser Stelle vielen Dank an die gesamte Truppe der Vortragenden für diese glänzenden Vorträge, an Sie, Herr Huber, für die Einladung, das machen zu dürfen, und natürlich an Sie für die Aufmerksamkeit, die Fragen und das Interesse, und wünsche Ihnen in diesem Sinne noch einen angenehmen Nachmittag.